Tabelle, die gibt es auch für den Digitalsport, aber auch das zweite Rennen wird mit diesen großen Punkten 20, 15, 12, 10 und so weiter bedacht. Und das bedeutet, dass nach den drei Rennen Norbert Kisch 120 Punkte hat und der zweitplatzierte Sascha Lenz, der ist noch in Schlagdistanz hier. Ja, der hat 84 Meisterschaftspunkte auf seinem Konto, war bei jedem Durchgang mit unter den besten drei gewesen. Was mich aber so fasziniert, als es ja hieß, wir machen digitalen Motorsport im Track-Rennsport und Kisch fährt mit, da dachte ich noch, was will der Ungar vorne an der Spitze, da wird der nie hinkommen. Denn es werden die jungen Piloten sein, die vielleicht zu Hause schon Wochen, Monate oder Jahre im Simulator unterwegs sind. Aber dann hast du mal ein bisschen eruiert und ich glaube 31 Jahre dürfte der schon im Sim-Racing unterwegs sein. Bedeutet, mit 4 Jahren ungefähr hat er damit angefangen. Kleine Playstation wahrscheinlich gehabt aus den Kindergartenzeiten. Aber mit welcher Bemerkenswertigkeit er das macht, vor allem gerade in den zweiten Wertungsläufen. Dort geht es für ihn immer von der 8. Position in das Rennen hinein. Und der haut vorne wirklich innerhalb von 2, 3 Runden an die Spitze. Ich bin kurz zusammengezuckt, denn Joachim, jetzt haben wir sie, die Schikane mal kurz anzusprechen. Heute noch eine neue Variante in der Vidol-Schikane. Wir fahren die Motorradvariante. Das ist einfach, es hat einen ganz einfachen Grund. Die Rennleitung hat gesagt, wenn wir die Formel-1-Variante fahren, dann sind wir nur am Prüfen, ob da alles richtig gelaufen ist. Und deswegen hat Rolf Werner, der Renndirektor, die Woche ein sogenanntes Bulletin verschickt, also eine Ansage der Rennleitung mit dem Hinweis, dass die Motorradvariante gefahren wird. Wir sind in den letzten Sekunden, Jörg, des Qualifyings, der Superpole, so sagt man auch, es hat nichts direkt mit der Superpole real zu tun. Und da ist es wieder Norbert Kisch, der da vorne liegt mit 1,50,598 auf der Sprintstrecke des Nürburgrings, die durch die Motorradschikane 3216 Meter anstatt 29 lang ist. Zweiter Sascha Lenz, dritter Jörg, ja, der eben angesprochene. Das ist eine Überraschung für mich. Nicht der zweite Platz vom Sascha, das ist mittlerweile Standardprogramm, was er im Simsport abliefert, wie auch ja im realen Motorsport. Aber Lukas Hahn, das muss man sich auch mal vorstellen, Lukas Hahn, der hat ja erst mal vor 4 Wochen sich einen Simulator mit Teilen vom Truck Race Team aufgebaut. Bei sich zu Hause wohnt er mittlerweile nicht mehr bei seinen Eltern im Haus und hat erst vor 4 Wochen mit diesem Training begonnen und ist ruhig angelassen, aber erst verstärkt jetzt in dieser Woche vor dem Rennen auf dem Nürburgring im Simulator Platz genommen. Also das ist für mich aktuell mal eine ganz große Überraschung. Ich denke, Diana und Jochen, die jetzt zu Hause das Ganze am Bildschirm verfolgen, werden stolz schon einmal auf die Leistung vom Lukas sein. Und ich spreche es jetzt einfach nochmal an. Conny guckt von oben auch zu und der ist auch stolz auf seinen Enkel. Und der hat nur 0,817 Sekunden Rückstand auf den Spitzenreiter. Ja, die weiße Weste ist immer noch bei Norbert Kisch. Der hat auch dieses Mal wieder einen Punkt gesetzt hinter dieses Qualifying. Er hat nach dem zweiten Rennen gesagt, es wird immer schwieriger. Die Jungs werden immer besser, das Feld rückt immer enger zusammen. Aber er hat scheinbar die Woche auch noch trainiert, währenddessen Rodriguez bei der Einfahrt in die Boxengasse so ein ganz klein wenig das Talent ausgegangen ist. Wir gucken mal schnell auf das Qualifying. Norbert Kisch, Sascha Lenz, Lukas Hahn, Theo Calvé an 4, Antonio Albacete auf dem wunderbaren 5. Platz, Jonathan André, der fährt auch dieses Wochenende wieder für Janjek, richtig, der Teammanager von Lion Track Racing, dann Eduardo Rodriguez auf der 7, Jamie Anderson auf der 8, Björn Tajus, der für Kleinnagelfort fährt, auf der 9 und auf dem 10. Platz haben wir dann Shane Brereton. Aya Kolok, Bagheera Freitliner auf der 11, Adam Latzko, dessen Kernkompetenz ist es wirklich nicht, Sim-Racing zu fahren, aber der Adam fährt mit und er tut sein Bestes und der hat auch den Vorzug für das Rennen. Eine, Jörg, wie ich denke, nicht unbedingt überraschendes Ergebnis des Qualifying, aber es lässt Sascha Lenz, Lukas Hahn, Theo Calvé lässt erwarten, dass wir im ersten Rennen spannende Positionskämpfe erleben. Also ich würde auch sagen, bis auf Lukas Hahn haben wir keine Überraschung. Auch Theo Calvé, der war in diesem Jahr immer so unter den besten 4, 5 gewesen im Qualifikationstraining, was ja nur über 20 Minuten geht. Also ich denke mal, da ist alles im Moment im sauberen Bereich am Laufen, keine großen Überraschungen. Ich hatte an für sich, als ich die Reise zum Nürburgring heute antrat,
habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, wie kann man den Norbert Kiss schlagen? Da war meine Überlegung, der Sascha muss am Start sich vor Norbert Kiss setzen. Aber mittlerweile bei dieser Überlegenheit denke ich auch, das kannst du machen, aber du wirst dich vorne an der Spitze nicht halten können. Im zweiten Rennen am Slowakeiring vergangenen Sonntag war es so, da war er ja von achter Position, weil er das erste Rennen gewonnen hat. Du hast ja eben angesprochen, wir haben umgedrehte Reihenfolge unter den ersten acht, der sogenannte Reverse Crit, so heißt das. Und dann kämpft er sich im Laufe der 25 Minuten und eine Runde, die auch heute wieder die Renndistanz ist, kämpft er sich nach vorne. Und jetzt haben wir mal die Einblendung zumindest derer, die hier mit dabei sind. Da haben wir zum einen Antonio Albacete. Ja, da brauchen wir gar nichts Großes drüber zu sprechen. Der ist ja auch schon viele, viele Jahre dabei. Dreifacher Europameister und sechsfacher Vize-Europameister geht für das T-Sport Bernau-Team an den Start. Die Mannschaft vom Lutz Bernau, dem Mann, der aus Utting, aus vom Ammersee kommt. Der Madrilene ja auch schon viele, viele Jahre dabei. Mittlerweile 55 Jahre alt. Ist aktuell der Viertplatzierte in der laufenden digitalen Meisterschaft. Und das habe ich ihm auch nicht gegeben. Also toller Erfolg. Wir haben die Startnummer 15 heute wieder mit einem Gästefahrer, den Scania von Erwin Klein-Nagelfort, der heute wieder gefahren wird von Björn Taihus. Jetzt sind wir wieder zurück bei Antonio Albacete. Zu Antonio Albacete, für alle die, die vielleicht die Interviews am letzten Wochenende nicht mehr ganz gehört haben, er hat am Schluss dann irgendwann im Interview mal gesagt, I prefer real racing. Also er bevorzugt dann doch, richtig Rennen zu fahren. Aber ich muss sagen, er hat sich toll gemacht. Hier haben wir den Scania jetzt nochmal, der von Björn Taihus gesteuert wird. Björn Taihus, der seine Sporen in der niederländischen Truck Racing verdient hat, auch so Gegner hatte wie Heinz Werner Lenz und ist im vergangenen Jahr auch im Mittelrhein Cup gefahren, also der ist auch kein Unbekannter. Dann haben wir, ich dachte, Nummer 17, Jörg. Ja, Shaw Brereton, MAN-Pilot aus Großbritannien. Sieht toll aus, das Fahrzeug in der lila oder violetten Farbe. Er ist ja auch LKW-Lackierer von Beruf. Geht weiterhin noch für das Team Oliver Racing an den Start. Hat sich in diesem Jahr im Übrigen noch nicht fix für die Europameisterschaft eingeschrieben. Wird wahrscheinlich auch wie im vergangenen Jahr als Race-by-Race-Pilot an den Start gehen. Ist im Moment der 12. in der digitalen Meisterschaft. Aber die Punkte von Ungarn, die haben ihm natürlich gefehlt. Und ich glaube, auch er ist nicht derjenige, der hier im Sim-Racing-Sport eine große Karriere anstrebt. War mal 9., war 10. und auch 11. Platzierter bei den vorangegangenen 3 durchgeführten Meisterschaftsläufen, war aber wie gesagt nur in Italien und in der Slowakei mit am Start. Hatte das erste Rennen aussetzen müssen, ist dann dazugekommen, hat im zweiten Rennen in Misano mehr mit sich und dem Simulator gekämpft als mit den Gegnern. Aber man muss sagen, Shane Brereton ist auf einem guten Weg mit seinem Apollo Tires MAN und mal schauen, was er heute zu leisten imstande ist. Ist auch nicht mehr einer der Jüngsten, aber gleich werden wir einen der Jüngsten, wenn nicht sogar den, nein, nicht den Jüngsten, den Zweitjüngsten ins Bild eingespielt bekommen. Wir sind noch hier da bei diesem wunderschönen Fahrzeug. Ja, und dieser Junge, der hat sich die Sporen auf dem Nürburgring auch schon einmal verdient, als er dort noch für das Line-Drag-Racing-Team an den Start gegangen ist. Mit der 20 ist es Theo Calvi, der ist 19-jährige Franzose für die Bagheera, für die tschechische Mannschaft, ist er am Start und hat ja vor 2 Jahren beim Debüt der französischen Meisterschaft sofort beim ersten Rennen einen Laufsieg einfahren können. War im letzten Jahr im Kramer Cup auf der 11. Gesamtposition am Ende der Saison gelandet. Merkt euch die hellblauen Außenspiegel, die Rückspiegel. Es gibt 3 Bagheera Freightliner im Feld und hellblau, auch die Einfassung des Kühlers ist für Theo Calvi für die Startnummer 20. Sein Vater wird wieder aufgeregt sein, der kommentiert den französischen Livestream und Fabien Calvi, der Präsident der Truck-Kommission im französischen Verband, der ist immer total aufgeregt, wenn sein Sohn unterwegs ist. Theo Calvi, Mitglied der Bagheera Academy, wie das so schön heißt, sagen wir, habe ich das letzte Mal schon ein bisschen erzählt, aber es sind ja immer wieder auch neue dabei. Es freut uns sehr, dass ihr da seid. Jörg, deine Kernkompetenz ja, in jedem Fall. Da geht mir das Herz auf bei diesem knorrgebremsten Iveco von Lukas Hahn, dem 22-jährigen Piloten aus Altensteig, der im Übrigen dann ab September diesen Jahres eine 2-jährige Technikerschule besuchen wird, also und arbeitet auch im Übrigen nicht im eigenen Team bei seinem Vater, sondern ist im Ort Altensteig selbst in einer anderen Werkstatt beschäftigt. Hat, wie gesagt, sich vor 4 Wochen Simulator angeschaut.
geschafft. Und wir werden uns natürlich gerne zurückerinnern an das letzte Jahr. Drac Grand Prix Nürburgring bei den 3 Wertungsläufen zum ADAC Drac Mittelrhein Cup an den Start gegangen. Hat für Furore gesorgt mit 2 Dritten und einem 2. Platz. Das Bemerkenswerte an dieser Geschichte im letzten Jahr war aber diese Coolness, diese Cleverness, diese Rennintelligenz, die er ausgestrahlt hat. Am Start gab es immer richtig Remi-Demi und der hielt sich ganz klug aus allem raus und hat diesen Erfolg da verdientermaßen nach Hause gefahren. Natürlich fehlte ihm noch die eine oder andere Sekunde im Vergleich zur Europameisterschaftsklasse, aber das war sein erster Aufschlag gewesen. Und Ibi, wir haben nur Freude, Tränen in seinem Gesicht gesehen. Ja, das ist richtig, das war ganz, ganz toll und er hat ja eine erste Duftnote auch im Qualifying hinterlassen. Jamie Anderson von Anderson Racing, er ist wieder in England. Letzte Woche ist er ja in Weißenturm bei Sascha Lenz, dort wo Sascha Lenz seine Werkstatt hat, ist er gefahren, der 34-Jährige, der als Rallyefahrer auch begonnen hat, exzellenter Rallyefahrer auch ist, ist dann mit Sascha oder kam mit Sascha aus Most vom realen Testen, wenn ich so sagen will. Man hat seinen Simulator wieder eingepackt und ist jetzt wieder in England am Start. Er hat ja immer schon mal eine Phase, wenn hier in Europa gefahren wird, dass er sein Equipment bei Sascha Lenz lagert. Anderson Racing, 2019 war er 10. in der Drac-Europameisterschaft. Und wie gesagt, der 34-Jährige hat auch 2018 in der britischen Meisterschaft den 3. Platz belegt. Wir sind bei Clemens Hecker. Ja, und Clemens Hecker in Deutschland ist er, oder in Deutschland zu Hause, ist seit einigen Jahren auch schon im Drac Racing Geschäft unterwegs. Weniger in der Europameisterschaft, mehr mit seinem MAN in der niederländischen Meisterschaft und auch im ADAC Drac Mittelrhein Cup haben wir ihn das eine oder andere Mal schon erleben dürfen. Das Fahrzeug mit der 25. Er ist momentan in der laufenden SIM-Meisterschaft auf der 10. Gesamtposition. Und jetzt haben wir ein bildhübsches Mädel. Eine Weltrekordlerin, 15 Jahre alt. Zum Weltrekord sage ich etwas später etwas. Aja Kolok aus Tschechien, 15 Jahre alt, mit dem 2. Freitleiter, wie es für Damen gehört. Man beachte die pinkenden Spiegel, die pinkene Kühlereinfassung und auch der Sattelauflieger. Auch die Farben sind entsprechend umfasst. Und zu Aja Kolok komme ich später noch, währenddessen wir hier den Team Löwenpower MAN von Sascha Lenz sehen mit der 30. Und der sitzt im Moment zu Hause in der Werkstatt in Weißenturm, denn dort wurde der Ultimate-Simulator wieder hintransportiert, der Simulator, der James Stone und Christian Buchberger gehört. Und die betreuen ihn auch heute wieder mit den nötigen technischen Raffinessen. Sascha Lenz, 5. der letztjährigen Europameisterschaft. Und der wird hier in diesem Sonax-gesponserten Drac mit von der Partie sein, ist aktuell der Zweitplatzierte in der laufenden Meisterschaftssaison. Nummer 38, José Eduardo Teixeira Rodriguez, der Portugiese, 21 Jahre alt, Student, 17-18 in den 20ern, also 2017-2018, portugiesischer Vizemeister im Rallycross beim Reconor Drac Racing Team unterwegs. Der hat uns eben mal gezeigt, wie man nicht in die Boxengasse einfährt. Und José Eduardo Rodriguez ist auch einer der Lieblinge der Rennleitung, muss man tatsächlich so sagen. Mal schauen, wie er sich heute gibt. Und hier ist der Tabellenführer. Ja. Er auch, aber er von auch, der positiven Seite. Ja, genau. Hat in diesem Jahr, du hast es eben angesprochen, alle Rennen bis dato für sich entscheiden können und hat auf dem Nürburgring beim realen Drac Grand Prix erst 4 Laufsiege auf seinem Konto, trotz seiner Überlegenheit, denn er war ja schon 2-mal Europameister gewesen und das noch auf einem Drac, mit dem Jochen Hahn ein Jahr zuvor Ober-Europameister werden können. Es waren die grandiosen Jahre von Norbert Kisch 2014 und 2015 und ist ja dann nach dem MAN-Titel umgestiegen mit der Nummer 1 ins deutsche Team von Markus Bauer zu Tankbull 24 auf die Marke Mercedes. Und er, wie gesagt, der souverän Führende der diesjährigen SimRace-Meisterschaft. Und er übernimmt einen neuen Versuch, da kommen wir aber auch gleich zu. Denn jetzt kommt der 3. Freitleiter aus dem Hause Bagheera ins Bild. Startnummer 55, gelbe Außenspiegelkühlereinfassung, vorne Applikation und Sattelaufliebe. Adam Latzko, der 35-jährige Profi aus Tschechien, der bei Bagheera Racing Stammfahrer schon seit vielen, vielen Jahren ist, an der Seite von David Fresetsky. Der allerdings, muss man sagen, er fährt mit. Das ist tatsächlich so im Sim-Racing, in dieser Racing-Challenge. Das ist nicht, ich glaube, das ist bei ihm so wie bei Antonio Albacete. Sie bevorzugen nun mal das richtige Racing. Aber ich bin mal gespannt, so wie man Adam kennt, wird er auch diese Woche wieder genutzt haben zum Trainieren. Und vielleicht kommt er ja so ein bisschen mehr an die vorderen Plätze heute mit heran. Wir drücken ihm in jedem Fall dafür
die Daumen. Und wir zollen Ihnen, gerade als Albacete und ihm mal unseren größten Respekt, denn das musst du auch mal bringen. Vielleicht nicht so gut zurechtzukommen, aber den Mut aufbringen. Ich fahre hier mit und ich glaube, die können noch gar nichts anderes wie dann an einem Wochenende mit von der Partie sein. Einer, den wir jetzt im Bild haben, Ebi, der bleibt, ich darf Ebi sagen, denn ihr Fans alle draußen an den Bildschirmen wisst, Joachim Ebert, heißt bei uns Joachim Ebert, heißt bei Ebi. Jonathan André, das ist die Stadt Nummer 6, wir haben es eben angesprochen, Teamchef von Lion Truck Racing Team, der ist vorne im Geschehen mit dabei in den einzelnen Wertungsläufen. Ebi, er bekommt keine Punkte. Warum? Richtig, er bekommt keine Punkte. Er ist Gastfahrer. Anthony Janiak wäre normalerweise auf diesem Auto. Und das Reglement sieht vor, dass die Gastfahrer, in diesem Fall an diesem Wochenende Björn Tayhus und Jonathan André, keine Punkte bekommen, aber auch die Nachfolgenden nicht aufrücken. Das heißt, wenn ein eingeschriebener Fahrer oder eine Fahrerin wie Aya Kollock auf dem vierten Platz ist, dann rutscht er nicht vor, nur weil Jonathan André auf dem dritten ist, sondern bleibt bei dem vierten Platz und erhält dann die Punkte für den vierten Platz. Diese Gastfahrer sind deswegen unterwegs, weil sowohl Erwin Klein-Nagel, Ford Alto, auch Anthony Janiak, die müssen auch ein bisschen in der Logistikbranche arbeiten und dann passt es unter Umständen sonntagsabends nicht mehr so richtig, dass man noch fährt. Aber ich muss sagen, und das haben wir eben auch im freien Training und im Qualifying sehen können, Jonathan André macht eine super Figur, das hat er auch letzte Woche schon am Slowakei-Ring unter Beweis gestellt. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie es weitergeht. Ihr seht David Addison im Studio und wir schauen mal auf den Trailer. Da sind die Bezeichnungen, da sind die Rennen. Heute ist der 28. Heute sind wir am Nürburgring. Die Runde 4 hatten wir ja schon besprochen. Jetzt kommt ein bisschen die Vorstellung und alle die vor dem Fernseher sitzen, die werden jetzt vielleicht das ein oder andere Tränchen im Auge haben. Die Nürburg, die vollen Campingplätze, das ist nun mal so, Jörg. Ne? Corona-Zeiten sind halt anders. Wir haben eben ja auch so ein bisschen uns so einen Spaß draus gemacht. Das hast du gestern Abend gemacht. Ja, ich war unten im Trucker-Festival in der Müllenbach-Schleife. Genau. Das sind Späße, die auch wir hier machen. Aber glaubt es eins, es kommt der Tag, dann verdrücken wir eine Träne über 3 Tage lang. Und das ist das ursprüngliche Truck-Race-Wochenende. Aber sei euch allen mitgeteilt, nächstes Jahr, 16. bis 18. Juli haben wir wieder Truck-Rennsport auf dem Nürburgring. Und ich denke, dann auch wieder mit diesen Bildern. Und hier sieht man auch diese genialen Startvorgänge, wenn diese 1100, 1150 PS bei den Hightech-Boliden hier frei werden. Auch im Sim-Race im Übrigen zählt hier das Reglement mit den 5,3 Tonnen. Auch im Sim-Race zählen diese Einheitsreifen aus dem Hause von Gautier. Denn, Ebi, die Trucks werden ja auch ganz speziell abgestimmt. Da gibt es eine Herrschaft von Knöpfen, von Einstellungen, die man betätigen kann. Und es war für mich auch schön zuzuschauen, wie Sascha Lenz beim vorletzten Rennen war ich dort bei ihm zu Hause in der Werkstatt, habe das Ganze mir angeschaut. Auf einmal war denn noch der Aufruf, Mensch, lass uns doch schnell tanken, bevor wir das hier vergessen. Also auch der Tank, der Kessel muss gefüllt werden. Biggest event on the ja, das ist wirklich, wirklich, was man alles an Knöpfen drücken kann im Sim-Racing überhaupt, ist schon erstaunlich. David Addison sagt gerade, es ist der größte Event im Truck Race, der ADAC Truck Grand Prix. Ja, da hat er recht, da machen wir mal einen ganz schnellen, dicken, grünen Haken dahinter. Aber wir erleben es heute halt in Realität. Wir haben 17.54 Uhr, es wird nicht mehr lange dauern. Dann wird die Startaufstellung erfolgen, dann werden die Fahrzeuge hinter dem Pace Truck, hinter dem Mercedes Actros herkommen. Davor haben wir aber noch einen kleinen anderen Einspieler. Aber wir freuen uns. Jörg und ich freuen uns sehr auf dieses Rennen. Ich freue mich jeden Sonntag, wenn ich hier hinfahre, auf diese Rennen. Es ist etwas anderes. Jörg, du kommentierst ja auch andere Dinge. Du kommentierst ja auch den ADAC Wintercup oder Digital Wintercup, den Sommercup. Es ist was anderes, aber ist es bei dir auch so, wenn du 5 Minuten sitzt und kommentierst, denkst du, ist alles so wie draußen? Mittlerweile ja. Ich war am Anfang dem Sim-Race ein bisschen kritisch gegenüber aufgestellt. Und als ich dann das erste Mal hier auf dem Nürburgring zu Gast sein durfte, in der virtuellen Welt des Motorsports, denn wir sind hier jetzt im Studio untergebracht, hier mit Corona-Bedingungen, Abstand, Hände desinfizieren und so weiter, alles picobello, keine Frage. Aber wenn du dort sitzt, mal ganz ehrlich, diese Bilder bekommst du beim Truck Race ja hier auf dem Nürburgring, weil du dort eine Regie hast, Live-Bilder, Kameraleute, Damen, die alles zusammenschneiden und machen und tun. Aber sonst, wo bekommt man solche Bilder auf die Bildschirme gezaubert, wie hier im digitalen Motorsport? Also ich bin langsam aber sicher ein großer Fan geworden vom digitalen Motorsport. Er ersetzt beileibe noch nicht den realen Motorsport, nicht bei uns, bei einem, der sonst immer nur Simrace kommentiert hat, vielleicht. Aber wir brauchen Ebi
ein bisschen Geruch. Wir brauchen die Räder, die ein bisschen qualmen. Wir brauchen das Trucker-Festival, wir brauchen diese vibrierenden Scheiben in der Sprecherkabine. Genau. Aber wenn, schau mal hin, jetzt mal ganz ehrlich, es gibt immer viele dumme Sprüche, aber ein Gänsehaut-Feeling haben wir, liebe Freunde, definitiv hier oben. Es ist Truck-Rennsport und das ist für uns beide das Höchste, was es gibt. Das ist so und ich will einfach noch mal kurz, bevor es dann jetzt auch losgeht, noch mal auf die ersten fünf vielleicht eingehen im Stand in der Wertung nach drei Rennen. Wir haben eben schon davon gesprochen, Norbert Kich hat 120 Punkte, die maximal mögliche Punktzahl. Sascha Lenz ist in etwas erweiterter Schlagdistanz, 84 Punkte, also ihm fehlen 36 Punkte auf der zweiten Position. Wir haben die Startnummer 20, Theo Calvé, auf dritter Position mit 68 Punkten. Der muss heute schon richtig punkten, um dann auch richtig ranzukommen. Und dann, Jörg hat es eben auch gesagt, Antonio Albacete liegt im Gesamtergebnis auf Rang 4, 43 Punkte. Bei Antonio ist es so, er hat noch kein herausragendes Ergebnis herausgefahren, aber steht der Tropfen, wie man so schön sagt, oder mühsam ernährt sich oder alles, was man so an Sprüchen kennt, hat dazu geführt, er hat 43 Punkte. Anthony Janjek hat im Moment nichts hinzugefügt. Er war hinzugefügt bei den ersten beiden Rennen, war dabei, hat insgesamt 30 Punkte. Jamie Anderson, Startnummer 23, auf der sechsten Position mit 28 Punkten. Direkt dahinter José Eduardo Rodríguez, der Portugiese, mit der 38, 27 Punkte. Adam Lasko auf der 8 mit 21, 5 Punkten. Alia Kollock auf der 9 mit 12 Punkten. Und Heinrich Clemens Hecker auf der 10 mit 8 Punkten. Dahinter Erwin Klein-Nagelfort, Shane Brereton, Jonathan André, der keine Punkte bekommt, und Björn Tahus auch nicht. Wir erwarten jetzt jeden Moment den Start des ersten Rennens. David Edison ist noch dabei im digitalen Studio, hier so ein wenig den Truck Grand Prix zu bestreiten. Wir haben das ja, Jörg, auch schon gerade getan. Vielleicht dürfen wir auch noch mal hinweisen, die Saison im Freien beginnt ja Ende des Monats August in Most und dann geht es zwei Wochen später schon nach Solda. Und ich glaube, viele der deutschen Fans werden vielleicht in diesem Jahr natürlich Richtung Osten nach Most und dann Richtung Westen nach Belgien nach Solda fahren. Also für die beiden Veranstaltungen wird man vielleicht etwas mehr Zuschauer erwarten dürfen wie in den Vorjahren, wenn dann Zuschauer an der Strecke erlaubt sind, wo wir hoffentlich von ausgehen. So, wir sind dann soweit. Ihr seht den Einspieler und es geht dann jetzt gleich los mit dem ersten Rennen, Runde 4 Nürburgring. Und jetzt habt ihr auch das Prozedere, was wir die letzten dreimal auch schon hatten, nämlich das offizielle Fahrzeug. Da kommt er durch die Mercedes-Arena, der offizielle Truck aus dem Hause Ford International Truck of the Year 2019. Ein Fahrzeug, der F-Max, der mit dabei ist im Truck-Rennsport. Das Haus Ford unterstützt die Truck-EM, unterstützt diese European Truck Racing Championship. Und mit dem Ford kann man auch nochmal, beim Nürburgring ist das zugegebenermaßen für alle euch, die hier vor den Bildschirm oder vor dem Livestream sitzt. Ihr kennt den Nürburgring wahrscheinlich genauso in- und auswendig wie wir, aber man kann sich trotzdem noch mal die Strecke angucken. Im Übrigen, Jörg hat eben gesagt, die Bedingungen der Fahrzeuge sind genau gleich. Die Lackierungen sind so wie im Original und die Rennbedingungen stehen beim Truck Racing virtuell bei 23 Grad Außentemperatur und 30 Grad Asphalttemperatur. Ich habe eben mal drauf gefühlt, es sind ungefähr 30 Grad, Jörg. Ja. Ja, und auf dem Nürburgring kennen wir ja normal nur zwei Geschichten. Entweder haben wir eine Bullenhitze, dass einem wirklich der Schweiß nur von der Stirn rennt, oder wir haben ja auch was dann von der Stirn rennt, nämlich Regen. Also optimale Bedingungen definitiv hier. Und heute, jetzt geht es auch hier für unseren Truck wieder aus der Runde heraus und dann werden wir in Kürze, Joachim, das Führungsfahrzeug sehen. Das geht jetzt erleben. Ratzfatz, da werden wir gleich das Führungsfahrzeug sehen, dahinter dann in der Reihenfolge der Qualifying-Ergebnisse die Rennmaschinen sehen. Der Mercedes Actros setzt sich in Bewegung und Norbert Kich ist der Polesetter, der in der Pole-Position steht, er führt das Feld an, daneben Sascha Lenz. Und das ist etwas, was wir in den letzten Rennen ja auch schon hatten. Da war Norbert Kich
Pole Position auf der rechten Seite, im Übrigen in Fahrtrichtung hier auf dem Nürburgring, dahinter Sascha Lenz. Dann haben wir in der zweiten Reihe, Jörg. Ja, das wird natürlich munter werden. Die Youngster hier im Teilnehmerfeld mit Lukas Hahn und Theo Calvé. Lukas Hahn, wie gesagt, der hat mich jetzt definitiv überrascht. Ich dachte, der reiht sich erstmal so 8., 9., 10. Platz ein, nachdem ich ja heute Morgen noch erfahren habe, der konnte bis dato gar nicht viel mit einem Simulator trainieren. Und dann Theo Calvé, da dürfen wir uns definitiv auch freuen. Und für den geht es um einiges. Theo Calvé, der ist der Drittplatzierte in der Meisterschaft und der muss unbedingt Lenz hinter sich lassen, Ibi. Der muss Lenz hinter sich lassen und die zwei kämpfen auch in den letzten Rennen immer schon mal echt stark gegeneinander, wenn am Start alles gut geht. Wir sind in der fünften Reihe, da haben wir Antonio Albacete und Jonathan André, den Franzosen. Albacete, gute Ausgangsposition, er hatte letzte Woche in Slowakei zweites Rennen Pole Position, hat er sich lange vorne gehalten. Also mit Antonio Albacete muss man aus meiner Sicht rechnen. Und Jonathan André macht auch eine überaus gute Figur. Ja, nächste Reihe dann mit Rodriguez besetzt. Der wird natürlich von der Rennleitung immer besonders beäugt werden. Wir haben eben schon gesehen, der fährt bei der Einfahrt in die Box, in die Leitplanken hinein. Und den hat man dann auch ans Ende des Feldes zurückgesetzt. Also wir haben dann erst einmal Tajus und Kolodzsch. Dort hat man dann also eine etwas andere Startaufstellung, weil es Bestrafungen gegeben hat. Und mit Tajus, den kennen wir auch aus dem Drag-Mittelrhein-Cup hier vom Nürburgring, ist er ins Cockpit gegangen, des Scanias von Erwin Klein-Nagelfort. Und wir haben dann mit Alja Kolodzsch die junge Dame, die dann im Übrigen in diesem Jahr auch im realen Motorsport unterwegs sein wird. Erst wenn sie 16 Jahre alt wird, und das wird normalerweise kurz vor dem Drag Grand Prix auf dem Nürburgring so gewesen sein, denn der Drag Grand Prix Nürburgring, das größte Event in Europa, das wäre ihr erstes reales Motorsportereignis gewesen. Rodriguez hat die weiße Linie überfahren, deswegen sind die Trainingszeiten gestrichen worden, das war eine Rennleiterentscheidung, deswegen steht er ganz hinten. Wir machen noch schnell weiter, Anderson, Brereton, Hecker, Latzko. Und dann kommt eben Rodriguez und währenddessen wir jetzt die Motorradvariante, Jörg, hier fahren und da du heute als Gast da bist, sei dir der Start des ersten Rennens gegeben. Dankeschön. Und jetzt wird man den weißen Turm mit den Hufen scharren. Dort herrscht absolute Ruhe in der Werkstatt, denn jetzt wird man Sascha Lenz in voller Konzentration erleben dürfen. Der muss jetzt hier vorbeiziehen vorne am Polsetter. Und der Rennleiter, und der gibt erst das Zeichen über Funk. Der wird ja sagen, Green Flag Lap ist gegeben, zählt jetzt langsam runter. Und jetzt ist in diesem Moment der Start freigegeben. Jetzt werden auch hier bei diesen Drags die 1150 PS frei werden. Und da gibt es vorne das Duell der beiden MANs mit Lenz gegen den Polsetter Norbert Kisch. Lenz setzt sich an die führende Position. Und jetzt versucht auch natürlich Lacko vorbeizukommen. Der Tscheche auf der Außenlinie, wird es ihm gelingen? Großes Fragezeichen. Lenz bleibt schön auf der Ideallinie, lässt sich nicht ins Boxhorn jagen, bekommt einen heftigen Schubser von Norbert Kisch, wird fast umgeworfen. Damit ist der Zug zunächst einmal so ein bisschen abgefahren für den weißen Turmer, der die Fahrt wieder neu aufbauen muss. Und wir haben auch gesehen, das Fahrzeug mit der 2. Antonio Albacete kam dort in Bedrängnis. Wer führt das Feld an? Der junge Altensteiger, der 22-Jährige. Das ist Lukas Hahn im Knorr LKW, ist der hier unterwegs im Knorr Iveco. Denn das Team ist ja vor einigen Jahren zu der Marco Iveco gewechselt. Und es ist André, der auch richtig Druck macht. Jonathan André, Ebi, der Franzose, der auch wieder mal zeigt, dass hier in diesem Wertungslauf auf dem Nürburgring definitiv mit ihm zu rechnen ist. Ja, der hat letzte Woche ein tolles Ergebnis, hatte ich eben schon mal gesagt, eingefahren. Aber heute ist er derjenige, der neben Lukas Hahn profitiert von diesem Techtelmechtel, wie ich immer zu sagen pflege, zwischen Norbert Kisch und Sascha Lenz. Und da hinten fährt ein Bagheera Freightliner, aber sowas von geradeaus. Da bin ich mir nicht sicher, wer das war, aber das werden wir gleich erfahren. Ich glaube, Norbert Kisch hat weniger Schaden gehabt als Sascha Lenz. Lenz ist da deutlich nach hinten gefallen auf die 10. Position. Lukas Hahn kommt wahrscheinlich als Führender aus der ersten Runde. Und Norbert Kisch in der Manier, wie er in den letzten 4 Rennen auch schon gezeigt hat, greift mal direkt Jonathan André an der Schikane an. André kann kontern. Das ist ja schon wieder Spannung pur. Was hatten wir für ein Rennen letzte Woche am Slowakeiring, dieses zweite Rennen? Granatenmäßig Kisch jetzt auf der Innenbahn, Jörg. Versteht die Linie fast nicht, die der Norbert Kisch wählt. Der hat wirklich den André jetzt ins Boxhorn gejagt. Der musste den weiten, weiten Weg außen herum gehen. Und Norbert Kisch, wenn der eine Lücke wittert, dann haut der auch sofort rein. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie er gegen einen Lukas Hahn agieren kann. Jetzt wird er natürlich wieder mit 7 Meilenstiefeln versuchen aufzuholen. Er hat es ja heute schon im freien
Training und im Qualifying gezeigt, dass er fast eine Sekunde schneller war als der Rest des Feldes. Aber wir sehen auch einen ganz, ganz starken Jamie Anderson, der immer dichter an die Sattelkupplung heranrückt, des vor ihm platzierten Adam Latzko, der Freightliner-Pilot. Und wer ist eben von den Freightlinern so ein bisschen abgeschossen, da wo du vermutet Calvé, hast, der ging ein bisschen geradeaus. Ja, Theo Calvé. Der ist nämlich nur noch 11. Position. Also die Favoriten, wo Jörg eben von gesprochen hat, die sich hinter Kich in der Gesamtwertung ein bisschen platziert haben. Sascha Lenz an 10, Theo Calvé an 11. Position. Albacete ist in der Box. Der hat da scheinbar auch noch eine Zusammenkunft gehabt, währenddessen Jamie Anderson jetzt erstmal sein Heck wieder einfängt mit der Startnummer 23. Aber der liegt auf einem hervorragenden 6. Platz. Wir schauen mal hin. Ich habe eben gesagt, Adam Latzko könnte heute mal etwas weiter vorne sein. Der Bagheera Freightliner mit der Startnummer 55 ist auf der 4. Position. Pion Tyos auf der 5, Jamie Anderson auf der 6 und Alia Kolok auf der 7. Sascha hat sich jetzt schon wieder auf die 8. Position herangefahren. Jetzt wird er gleich in den Infight gehen mit Alia Kolok, die im Übrigen einen Weltrekord gefahren hat. Das kann man mal sagen, bevor Sascha dann gleich angreift. Da ist sie nämlich nicht mehr allein auf der Bahn. Die ist die Woche mit einem Bagheera-Prototypen. Der hat so ein bisschen ausgesehen wie Zurück in die Zukunft, wie der DeLorean. Und ist 2 Weltrekorde gefahren. Man muss noch mal dazu sagen, sie ist 15 Jahre alt und sie hat einen Rekord der Legende Boje Overbrink verbessert. Mit stehendem Start über 500 Meter von 15 Sekunden auf 13,2 Sekunden mit diesem Prototypen, mit diesem 12 Liter Bagheera, der auch natürlich aerodynamisch besonders vorbereitet war. Und dann hatte sie noch einen rollenden Start über 500 Meter, da hatte sie eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 236 Kilometern rund und eine Spitzengeschwindigkeit von 284 Kilometern. Muss man einfach mal sich reintun, mit einem LKW solche Geschwindigkeiten zu fahren. Der ehemalige Europameister David Fresecký, der Tscheche, der auch früher hier beim Drag Grand Prix gefahren ist, der war dabei. Währenddessen, Jörg, wir jetzt von dem Weltrekord wieder weggehen, denn Norbert Kich greift an den Iveco von Lukas Hahn. Meine Augen sind festgebrannt auf diesen Iveco. Das ist das Fahrzeug von Lukas Hahn, der eine ganz saubere Linie fährt. Und das war natürlich wieder, und ich denke, da wird die Rennleitung genau hinschauen. Das war ein Manöver der unfeinen Art und Weise. Das hat Norbert Kich definitiv nicht nötig gehabt. Und ich glaube, der hatte selbst jetzt ein bisschen Probleme. Er wird nachher sagen, Bremspunkt verpasst. Und jetzt ist der André wieder dran. Und jetzt gibt es hier diesen Dreikampf um die führende Position. Aber noch einmal zurück zum Knorr Iveco. Eine ganz saubere Linie liefert der Lukas Hahn hier schon die ersten Runden ab. Der kommt nicht einmal ins Strudeln, der driftet nicht einmal über die Curbs drüber, der bleibt ganz sauber auf dem Asphaltballen. Da schaut auch die Rennleitung hin. Du darfst hier natürlich das Track-Limit nicht überschreiten. Und so wie wir ihn im letzten Jahr im Juli hier auf dem Nürburgring kennengelernt haben, so liefert er auch hier im Simrace das Ganze ab. Ebi, jetzt haben wir einen Kich, der sich ein bisschen durchgesetzt hat, vorbei an André, 2. Position. Und jetzt wird er natürlich neu versuchen, an dem jungen Piloten aus Altensteig vorbeizugehen. Das Ganze wird vorbereitet, Ende statt Zielgerade wird das Manöver gefahren. Das steigert doch schon wieder den Blutdruck. Na. Da sind wir gerade mal noch, das sage ich, 10 Minuten rum. Dann geht es hier in der Spitze schon um einen tollen Kampf, den der Neueinsteiger, der Rookie, jetzt bietet. Ich bin gespannt, was Norbert Kich machen wird. Es macht Sinn, dass er fair bleibt, weil die Rennleitung ist in diesem Virtual Racing durchaus sehr offen für Entscheidungen gegen die Fahrer, wenn es nicht passt. Wenn das falsch gemacht wird, und ich bin auch der Meinung, dass die Rennleitung sich das anschaut. Der Start im Übrigen ist auch noch unter Beobachtung, währenddessen wir hier sehen, dass Alia Kolok sich von Sascha Lenz überholen lassen muss. Der pflügt das durch das Feld wie das heiße Messer durch die Butter hier. Ja, wo ich das Rennen bei Sascha zu Hause mal beobachten durfte, der bleibt wirklich cool und abgeklärt. Der weiß um seine Stärken, der weiß, dass er in jedem Wertungslauf in diesem Jahr 2. respektive 3. hat werden können. Und der wird auch in Kürze auf Platz 4 auftauchen und dann die ersten 3 versuchen noch einmal zurechtzulegen, obwohl der Rückstand jetzt natürlich immens ist. Das sind gefühlte 300 Meter Rückstand, den er noch eingenommen hat. Aber vorne geht der Zug auch nicht richtig schnell vonstatten. Also ein Sascha Lenz, der dürfte in der Lage sein, dieser Sonax MAN wieder heranzukommen an die großen 3, die momentan das Geschehen bestimmen, mit Lukas Hahn, mit Norbert Kich und mit dem Piloten, der ja eingesprungen ist für Anthony Janiak, und das ist Jonathan André, der Franzose. 15 Minuten und eine Runde, das ist die Renndistanz noch dieses insgesamt 7. Rennens
vierte Runde, zwei Rennen pro Runde, sind wir beim siebten Rennen und ich bin sowas von gespannt. Lasst euch bitte von der Startnummer 2 nicht irritieren. Antonio Albacete, der Mann im T-Sport Bernau MAN, ist auf 13. Position und hat 2 Runden Rückstand. Wir sprachen ja eben davon, dass er in den Boxen war. Aber man sieht, was das für ein feiner Sportsmann ist. Der steckt nicht irgendwo jetzt mal die Segel, sondern der bleibt auf der Strecke, geht nicht in die Box hinein. Also das ist auch ein Motorsportler, der wirklich sagt, ich muss in einem Rennen die Schwarz-Weiß-Geräte-Zielflagge sehen, egal auf welcher Position. Super. Und Lukas fährt die Krallen aus. Das muss man an der Stelle tatsächlich so sagen. Der hat sich richtig breit gemacht. Das ist genau wie im normalen Rennsport. Das ist genau wie, wenn es hier auf dem Nürburgring losgeht. Da musst du Kampflinie fahren. Jetzt muss natürlich Albacete, fährt schon nach außen, fährt schon vorbei. Möchte natürlich nicht jetzt in diese Kampfgruppe kommen. Da sehen wir aus der Heckkamera von Lukas Hahn, wie der Remesh MAN von Norbert Kisch versucht, da ranzukommen. Jetzt hat Hahn ein Problem. Er hat ein bisschen übertrieben. Das ist natürlich wieder die Freifahrtkarte für Norbert Kisch und das bringt Lukas Hahn auf die dritte, auf die zweite Position. Er ist wieder Zweiter. Ja, weil eben auch Jonathan André in Bolzen geschossen hat. Auch er kam in den zu großen Driftwinkel. Lukas kann driften ohne Ende, denn der ist ja sonst auch hier an den Wochenenden immer so ein bisschen mit seinem Fahrzeug bei den Drift-Sessions mit von der Partie mit BKW. Also der hat das Driften absolut voll drauf und Respekt, wieder auf die zweite Position zurückgekehrt. Jetzt spielt natürlich jeder in die Karten von der nächsten Siegesfahrt von Norbi Kisch. Der ist ja wieder momentan meilenweit entfernt. Der Ex-Mercedes-Pilot, der ja auf MAN zweimal Europameister wurde. Und wenn wir eben schon einmal kurz angesprochen haben, dieses Tankpool 24-Team, da sehen wir in dieser Form nicht mit Mercedes, nicht mit dem Teamchef Markus Bauer, sondern eben Steffen Faas wird in diesem Jahr einen Scania im realen Motorsport, im Truckrennsport mit den Farben von Tankpool 24 an den Start bringen. Ein schönes Auto ist es geworden. Fantastisch. Muss man sagen. Und ich habe immer mal wieder, im Moment diese Saison noch nicht, weil ich habe ihn einfach in Ruhe gelassen, ich habe auch immer mal wieder Kontakt mit Steffen Faas. Wir haben uns auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover mal gesehen, da war er schon, da sagte er, ich muss mal gucken, vielleicht gelingt mir ein eigenes Team. Und ich glaube, so wie ich den Steffen kenne, der ist jetzt super stolz, dass er das geschafft hat, dass er da hingekommen ist. Und wir freuen uns sehr, dass er im realen Motorsport am 30. August in Most mit dabei sein wird. Lenz auf der vierten Position, ich habe es eben so ein bisschen versprochen, da wird man natürlich auch jetzt, ich weiß, in der Schweiz, da sitzt eine absolute, ein absoluter Fan von dem Team rund um Sascha und Silvia Lenz, da wird man auch in der Schweiz frohlocken. Da werden die Kuhglocken geläutet ohne Ende und der ist jetzt auf der vierten Gesamtposition unterwegs. Ich muss noch was richtigstellen. Es kam zu Irritationen unter der Woche. Sascha Lenz wohnt nicht in Weißenturm und auch nicht in Bleid, sondern er wohnt in Omitz. Immer noch und immer wieder mit seiner Familie, mit Christina und mit Kate. Also von daher, ich hatte nur Bleid, ist mir so, wie soll ich sagen, rausgerutscht, weil, also Wohnort Omitz, Arbeitsstätte Weißenturm, nur für alle die, die die Woche bei Sascha nachgefragt haben, er hat Hilfe gerufen, ich sagte, die meinen alle, ich wäre jetzt, nein, es ist alles gut, Omitz wohnt er, Weißenturm arbeitet er und hier arbeiten eine Menge Leute an Verbesserungen der Position, Jörg. Ja, und mir gefällt so ganz die Fahrweise von Jonathan André nicht, dem Gesamtdrittplatzierten, der übt doch immer wieder zu viel Druck meiner Sichtweise aus Richtung eines Lukas Hahn, der dockt mir zu oft bei ihm an, also der sollte doch jetzt mal sehen, dass ihr hier weiterhin fair bleibt, währenddessen ein Adam Lacko Gesellschaft bekommt vom Team und Markenkollegen und das ist Theo Calvé und wir sind jetzt im Bereich des Advan-Bogens unterwegs, da wo der Motor nur locker leise vor sich hin murmelt, denn auch hier im Sim-Racing-Sport EB haben wir weiterhin 160 km/h Maximalgeschwindigkeiten, ganz neu zu durchfahren, diese flüssigere Variante der Motorrad-Schikane und kam gerade noch so an den aufgebauten Reifenstapel vorbei. Adam Lacko bekam wahrscheinlich auch in der Bremsphase so einen kurzen Anschubser von dem jungen Theo Calvegi, der gesagt hat, hoppla, mein lieber Altmeister, pass mal auf, jetzt bin ich an der Reihe, hier für Furore zu sorgen. Wir sehen diese blauen Spiegel auf der Seite der Boxenmauer, dort neben das Fahrzeug mit den gelben Spiegeln, dieser
Caterpillar-Motor befeuerte Freightliner, den es ja schon so viele, viele Jahre im Truck-Rennsport gibt, technisch immer wieder auf Vordermann gehalten wird. Nebeneinander geht es jetzt runter, Anbremsphase. Und wir sehen die junge Dame Kolodz, die auch sich mit in diesen Kampf der drei Freightliner eingemischt hat. Und einer ist ja Leidtragende. Und der kommt ja aus den Niederlanden. Ja, die 29 ist die Leidtragende. Alia Kolodz ist die Leidtragende. Die hat da ein bisschen nachlassen müssen. Ja, da ist nämlich Björn Tajus mit der 15 mit seinem Scania dazwischen. Und von daher, ich weiß nicht so recht, ich meine, wir fahren virtuelles Racing und ich weiß nicht so recht, warum Adam Latzko den Theo Calvé nicht durchgelassen hat. Wenn ich mal auf die Punktetabelle gucke, dann ist Theo Calvé auf einem dritten Platz mit 68 Punkten. Und wenn ich dann einen Adam Latzko suche, dann bin ich auf achter Position mit 21 Punkten. Währenddessen die Startnummer 30, Sascha Lenz, da um die Ecken driftet und versucht, Meter um Meter gut zu machen. Jörg, wir haben die Abstände. Da ist noch was drin für Sascha, zumindest wenn man mal auf die Abstände schaut. Gegen André, naja, wird jetzt schwierig, da hat er nachlassen müssen, 2,2 Sekunden. Lukas Hahn, zweite Position, ist noch nicht gefestigt, der muss sich noch, Jonathan André, ein bisschen wehren. Weißt du, was jetzt im Weißen Turm los ist? So wie wir das von der Boxenstraße auch im realen Motorsport kennen, steht seine Mutter, die Silvia Lenz, mit schweißnass tripsenden Händen neben dem Bildschirm, verfolgt das Ganze. Sie ist genauso aufgeregt hier im Sim-Race-Sport der Truck-Racer wie im realen Motorsport in der Boxenstraße. Das, ich sage, das macht für mich überhaupt keinen Unterschied. Ich konnte sie aber beruhigen. Ich sagte, wenn hier der LKW mal in die Planken reinknallt, einem Sascha tut es nicht weh, das kostet nur unendlich viele Punkte. Aber Sascha Lenz, der wird weiterhin versuchen, an André jetzt heranzukommen, wird Druck machen auf den Franzosen, denn der wittert ja auch in der Meisterschaft. Ja, nach vorne hin ist der Zug ein bisschen abgefahren, aber trotzdem morgen Luft, um seine zweite Meisterschaftsposition in diesem Jahr hier zu festigen. Er war ja der Fünftplatzierte der Europameisterschaft des vergangenen Jahres. Toller Auftritt von Tajus, dem Niederländer. Absolut, der hat sich auch letzte Woche hier eingelebt in dieses Event und der wird auch immer besser. Und es ist ein Kampf um die sechste, um die siebte Position genau genommen. Da haben wir Aya Kolok mit den pinken Außenspiegeln, die auf der A9 liegt. Und die hatte einen leichten Zusammenritt mit der Startnummer 15, mit Björn Tajus. Und auch hier ist auch der Fall in der Untersuchung. Und da gibt es jetzt auch ein Ergebnis von den Rennkommissaren bzw. vom Rennleiter. Startnummer 15 und die 29, also Björn Tajus und Aya Kolok, erhalten eine Durchfahrtsstrafe, eine Drive-Thru, causing a collision, also haben eine Kollision verursacht. Das bedeutet, dass ein Adam Latzko, ein Clemens Hecker, ein Sean Brereton dann wahrscheinlich nach vorne kommt, denn Jörg, die Abstände sind nicht im 25-Sekunden-Bereich, 30-Sekunden-Bereich, den man braucht, um eine Drive-Thru absolvieren zu können. Truck-Rennsport geht es ganz, ganz eng zu, auch jetzt bei der Einfahrt in die Vidol-Schikane, die flüssigere Variante. Und wir sehen, Lenz, dass er gleich dran ist an dem Franzosen. Und wenn wir schon einmal eben noch die Freightliner angesprochen haben, Ebi, muss man auch sagen, Theo Calvé ist der Einzige, der mit einer gewissen Konstanz unterwegs ist, war in diesem Jahr mal immer unter den besten sechs bei Zielankunft registriert worden, währenddessen Kolodz und natürlich auch Adam Latzko mal Feuerwerke abbrennen, aber im Verlauf des Rennens dann nicht vorne an der Spitze oder im vorderen Mittelfeld mithalten können. Und die junge Kolodz, die hatte ja ein in Anführungszeichen rabenschwarzes Wochenende bei der Veranstaltung auf dem Slowakia-Ring. Im Training kam sie nicht gut zurecht, Platz 11 im Qualifying und zwei 11. Plätze in den Wertungsläufen. Ja, wie sieht's aus hier im Kampf? Auf wen soll man setzen hier? Zweiter Platz, ziemlich sicher. Dritter Platz, André, also bekommt gleich Feuer von Lukas Hahn könnte das packen, aber es sind noch 6 Minuten. André greift jetzt wieder an. Vielleicht wartet er auch noch ein bisschen, damit er nicht wieder diesem Konto ausgesetzt ist. Jetzt kommt runter zur Kurzanbindung, man konnte es kurz das zeigen. Und der Lukas Hahn geht auf die Außenlinie, ist ganz kurz Schlangenlinien gefahren, darf er einmal machen, hat er getan. Jetzt rein in die Kurzanbindung, ganz schlechte Linie gewählt, war viel zu weit außen. Innenspur freigegeben für André, der ist noch nicht ganz durch. Jetzt geht's rein in die nächste links und jetzt wird er langsam aber sicher auch von Lenz unter Druck gesetzt. Jetzt kommt Nala. Ja. Nala greift an. Lala greift nach dem Rookie, nach Lukas Hahn. Und ich bin mir relativ sicher, dass Lukas Hahn diesen dritten Platz auch in Kürze aufgeben muss. 0,333 Sekunden ist der Abstand zwischen
Sascha Lenz mit der Startnummer 30, seiner grün-schwarzen Nala, der Nachfolgerin von Simba. Und der wird natürlich alles versuchen. Vor allen Dingen, Jörg, wenn man betrachtet, Sascha muss noch ein bisschen nach vorn. Kisch fährt wieder vorne seine eigenen Runden. Und Sascha Lenz kann sich aber bis jetzt, nach dem Stand 5 Minuten und eine Runde vor Schluss, 3 Plätze vor Theo Calvé halten. Ja, das ist ganz wichtig, denn Calvé, der junge Pilot, ist nun einmal der Drittplatzierte der Meisterschaft. Lenz geht auf die Seite der Boxenmauer und ich glaube, die Teams kennen sich sehr gut. Team Hahn Racing mit Knorr Iveco und das SL Tragsport 30 Team aus Weißenturm mit Sascha und Silvia Lenz. Silvia Lenz ist weiterhin natürlich die Teamchefin. Das S steht für Silvia Lenz und nicht für Sascha Lenz, den Fahrer. Und da wird man sich nicht in die Karre reinfahren. Das sind zwar überaus faire Sportskollegen, auch untereinander. Und da wird man das Ganze fair und sauber austragen. Und Lenz muss vorbei, denn er macht dann die Jagd eröffnend auf Jonathan André. Wir haben das angesprochen, oder der Ebi hat euch das Ganze eben erklärt. André bekommt keine Meisterschaftspunkte und wir haben jetzt einen neuen Drittplatzierten gehabt. Aber Glückwunsch an Lukas Hahn, hat sofort im Knorr Iveco gekontert und den Sonax MAN, den neu aufgebauten vom Winter diesen Jahres, mit Sascha Lenz wieder zurückgedrängt auf Platz 4. Ja, ein Hast du gesehen, da hat Sascha einen Ausritt, Jörg. Ja, der war zu weit übers Limit geschossen. Aber man bekommt auch vorne eben Jonathan André keine Meisterschaftspunkte, aber die es für diesen Platz gäbe, die bekommt auch kein anderer. Du hast das eben in der Anfangsphase eindrucksvoll erklärt. Ja, was machen wir mit Sascha? Der muss jetzt wieder sich herankämpfen und dann wird er wieder wüst in den Äther schreien, gleich wieder vor mir fährt irgendein Haukel, ein Bremskeil, hat er letzte Mal geschrien. Das ist nicht böse, der Konkurrenz gegenüber gemeint, nein, eher, oh. Ja, naja, das sind so ein paar Simulationsprobleme. Du hast schon öfter kommentiert, Ghosting, ne, glaube ich, heißt das. Also da gibt es schon mal, der Computer kommt schon mal in Verwirrung, wenn man das... Wie wir auch, oder? Wie wir auch, ja. Und im Übrigen, Jörg, du hast eben die Schikane angesprochen, diese Barrieren, die da stehen, das sind auch welche. Ne? Also die sind auch im Computer als solche gekennzeichnet. Da kann man nicht mal gerade so durchfahren. Nein, dann wird zum einen einen heftigen Schlag geben. Dann gibt es Bestrafungen in der Form, dass die Technik nicht funktioniert. Dann kannst du den Reset-Knopf drücken. Dann wird das Fahrzeug, wenn es schwer kaputt ist, in die Boxenstraße quasi gebeamt. Dort muss man eine gewisse Zeit absitzen, je nach Schaden, bis das repariert ist, bildlich gesprochen, dann darfst du wieder rausfahren. Oder die Rennleitung hat etwas dagegen. Wir haben eben auch schon gehört von 2 Boxen Durchfahrtsstrafen und die und Rennleitung haben 10-Sekunden-Strafe, muss gerade knallhart sein, wir. Der Kollege Adam Latzko mit der Startnummer 55, pushing another car, also der hat da eben in diesem Infight, hat er dann sich 10 Sekunden eingehandelt, was bedeutet, dass er von diesem 8. Platz ja, schon relativ weit zurückfällt. Er hat jetzt Rückstand 2, 4, 6, 9. Ja, er könnte vor seiner Teamkollegin Aya Kollok rauskommen, die im Moment auf dem 12. Platz liegt. Was der Lukas macht, ist richtig gut, ne? Ja, definitiv. Eine weiterhin saubere Linie. Und jetzt müssen wir aufpassen, alle, die sich jetzt auch erst zugeschaltet haben, nicht Antonio Albacete fährt auf der gesamt 4. Position, sondern es ist Sascha Lenz, weil Antonio Albacete eben mit 2 Runden Rückstand hier unterwegs ist aufgrund eines Ausfluges. Also Spitze Kisch, 2. ist André, 3. ist Lukas Hahn. Riesengroßer Respekt. Auf der 4. Position dann der Pilot aus Weißenturm, der ja mittlerweile auch schon viele Jahre im Trag-Rennsport unterwegs ist, aber erst seit dem Jahr 2015 in der Europameisterschaft permanent mit am Start steht. Der Pilot, der vor 2 Jahren mit Platz 4 noch sein bestes Resultat in der Europameisterschaft abgeliefert hat. Auch hier wieder, Ebi, man hat es gesehen, der Junge, der hat wirklich ein absolutes Rennfeeling, der weiß genau, mit dem Trag umzugehen, liefert eine ganz saubere Leistung ab, Lukas Hahn. Lukas Hahn hat sich ein bisschen eingerichtet, habe ich das Gefühl. Der ist abonniert auf dem Nürburgring auf 3. Plätze. Das hat er ja im Mittelrhein-Cup bewiesen. Da war er 3-mal auf dem Podest. Ja, einmal 2. Ja, bitte? Einmal 2. Ja, ist richtig. Aber die anderen beiden Plätze waren 3. Und du hattest es ja eben schon mal angesprochen. Wir haben jetzt noch 55 Sekunden und eine Runde. Der Track von Lukas Hahn springt immer mal so ein bisschen virtuell hin und her. Aber er ist immer noch auf der 3. Position. Wenn wir mal so ein bisschen ins nächste Rennen schauen, wo wir ja diese geänderte Start, die umgekehrte Startreihenfolge haben, haben wir einen Clemens Hecker, der unter Umständen auf der Pole steht, weil Adam Latzko eine 10-Sekunden-Strafe bekommt.
Ja, das wird für viele auch dann ein ganz besonderes Erlebnis sein, denn auf der Pole in ein Rennen hineinzugehen ist auch nicht ohne. Das musst du auch ein bisschen gewohnt sein. Aber nochmal, Lukas Hahn muss noch eins dazu sagen. Er hat vor 4 Wochen erst mit einem Simulator-Training begonnen. Man hat vor 4 Wochen, sagen wir es mal andersrum, vor 4 Wochen hat man eben einen Simulator hier für diese Events erst einmal zusammengebaut, aus Teilen des Team Hahn Racing Reservoirs, was man da noch irgendwo in der Ecke stehen hatte. Und das richtige Training, 1 Woche ist er erst hier richtig am Trainieren. Er war ja vor 1 Woche im Übrigen noch in Most gewesen, ist ein bisschen verspätet dort abgereist. Deshalb konnte er beim Rennen der Slowakei im Simrace nicht an den Start gehen. Hat in Most mit trainiert, weil er in diesem Jahr eben in Most Ende August und in Misano noch in den realen Tracksport eingreifen wird. Und Ebi, da muss er in der Europameisterschaftsklasse fahren. Da muss er in der Europameisterschaftsklasse fahren. Das war voriges Jahr im Mittelrhein-Cup so ein bisschen ein Warm-up. Und Team Hahn Racing haben tolle Autos auf die Beine gestellt. Jochen Hahn hat ja mittlerweile auch so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern er hat ja auch das Schwabentrack Racing Team unter seinen Fittichen. Und der neue Iveco S-Way ist schon ein tolles Fahrzeug. Währenddessen Sascha nicht am überrundeten Antonio Albacete vorbeikommt. Deswegen wird sich in dieser letzten Runde nichts mehr tun. Der wird aber jetzt unten im Bereich der Mercedes Arena, man sieht schon, die Linie frei geben, habe ich mal gedacht. Also finde das im Moment so ein bisschen komisch. Eben machte Antonio Albacete noch einen riesen Umweg durchs Grüne, um andere durchzulassen. Und die beiden waren im vergangenen Jahr noch das Team Löwenpower, sind ja da gemeinsam in der Teammeisterschaft an den Start gegangen, wobei in diesem Jahr Sascha Lenz mit Jimmy Anderson, dem Briten, an den Start gehen wird in der Teamwertung beim Team Löwenpower. Jetzt ist er aber hier auf der Strecke ausgesprochen auf die 4. Position gefahren. Also eher momentan auf seiner schlechtesten Platzierung unterwegs. Ja, das ist seine schlechteste Platzierung. Er war immer Zweiter oder Dritter in den ersten 6 Rennen. Ich sag mal so, wenn Antonio Albacete ihn vorbeigelassen hätte vor der Mercedes Arena, hätte Fahrradkette er vielleicht noch einen Angriff auf Lukas Hahn starten können. Jetzt ist das aus meiner Sicht utopisch, weil Norbert Kisch sich jetzt gerade in Richtung Vidol-Schikane bewegt und es ist die letzte Runde, ihr seht es oben eingeblendet, Final Lap für dieses erste Rennen. Und dann ist es auch Rennen 7, ich habe nämlich keine Informationen von der Race Control, dass es irgendwelche Probleme gibt. Dann ist es auch Rennen 7, was Norbert Kisch mit seinem Revech MAN gewinnt und er wird gleich wieder von zu Hause aus im Siegerinterview in die Kamera lächeln und sagen, ja, ist zwar alles enger geworden, aber ich habe es dann trotzdem gewinnen können. Ja, auch enger, klar, bei diesem riesen Vorsprung. Und wir warten dann auf den Zweitplatzierten und der kommt mit der Startnummer 6, die Mannschaft von Jonathan André, der ist der Teamchef von diesem Lion Truck Racing Team in Anlehnung an diese französische Mannschaft, die in Lyon zu Hause ist und dann Lukas Hahn. Lukas Hahn, 3. Position gehalten, Sascha Lenz auf der 4, Antonio Albacete können wir außer Acht lassen, 13. Position, Rodriguez auf der 5, dann haben wir Jamie Anderson, gutes Ergebnis auch für den Briten, mit der Startnummer 23 auf der 6. Position. Theo Calvé wird nicht zufrieden sein und Fabien Calvé als Kommentator im französischen Stream sicher auch nicht. 7. Position, das wirft ihn ein bisschen zurück in Gesamtklassement, um auf Sascha Lenz auf die 2. Position dieser Digital Racing Challenge noch einen Angriff zu starten. 8. dann Adam Latzko, den wir aber abziehen müssen. Der hat definitiv diese 10 Sekunden Strafe bekommen. So, wird dann wahrscheinlich 8. werden Björn Tayus. Riesenrespekt vor dem Niederländer im Scania, der hier jetzt auch wieder groß im Bild ist und der wird auch im Bild sein bei der Rennleitung. Aber das mal das Ergebnis. Ich denke, so viel soll es zum Rennen das Ergebnis gewesen sein. Jetzt haben wir, glaube ich, jetzt haben wir einfach mal die Siegerinterviews. Dafür muss ich mal, wie heißt es so schön, den Atmoton etwas höher schrauben, damit ich da noch etwas hören kann. Es wird interessant werden. Latzko fällt raus, Tayus ist dann auf 8, da hat sich noch was geändert. Wir haben eben von Clemens Ecker gesprochen. Dann wird Tayus in der Pole stehen, dann wird Theo Calvé auf 2. Position, 3., 4. Anderson Eduardo, 5., 6. Lenz und Lukas Hahn in einer Reihe. Und dann haben wir Jonathan André und den Sieger Norbert Kisch auf 7. und 8. Position. So, wir gucken mal, ob wir gleich Verbindung zu Norbert Kisch bekommen. Und Theo Calvé, solange können wir noch ein bisschen draufbleiben. Ja, du gibst Handzeichen. Theo Calvé ist in diesem Jahr noch nie aus der ersten Reihe in einen zweiten Wertungslauf hineingegangen, auch nicht in einen ersten, doch einmal im ersten Durchgang. Also es wird interessant.
Norbert ist zugeschaltet ins Studio zu David Addison. Können wir leider nur in Englisch machen, aber ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe keinen Ton von Norbert Kisch. Das ist einfach leider schade. Ich höre Norbert Kisch gerade im Moment nicht. Von daher ja, können wir ruhig weitersprechen. Ja, souveräne Leistung, aber ich, oder? Ich sag souveräne Leistung. Der sagt sowieso, boah, irgendwie easy, am Anfang mal ein bisschen schwierig, nehme ich an, sagt er, da hat es mal ein bisschen gekracht, aber ich habe mich dann wieder zurechtsetzen können und konnte so nach und nach die eine oder die andere Position wieder gut machen. Das wird in etwa das sein. Aber wir haben es, das Ergebnis, Kisch, siebtes Rennen, siebter Sieg, immer noch weiße Weste, gleich achte Position im zweiten Rennen. Jonathan André mit einer, ich will nicht sagen, ja, mit keiner ruppigen Fahrweise, aber mit einer Fahrweise, wo er immer schon mal ein bisschen ein Ausrufezeichen gesetzt hat und dann ist er wieder da, der Hahn. Man findet definitiv die Farbe Gelb an der Heckpartie von Lukas Hahn. Da wurde mit Sicherheit einiges ausgetauscht, aber du hast schon gesagt, es war jetzt nichts Brutales. Es war natürlich eine Fahrweise. Wir sind hier nicht irgendwo beim Schachspiel oder Skattunier, sondern wenn du bei diesem gleichmäßigen Fahrerfeld vorbeikommen möchte, bei dieser Leistungsdichte, dann musst du dich auch mal anlehnen, dann musst du dem Vordermann auch mal zeigen, pass mal auf, mein Lieber, ich bin auch noch hier. Ich bin da, um den Platz einzunehmen und mal so ein kurzes Anklopfen. Das ist nichts Brutales, das gehört und dazu. Wir machen ja immer noch Motorsport, wir spielen nicht Schach, ne? Das ist ja immer noch so. Und Norbert Kisch, ja, schade, ich habe leider den Ton von Norbert Kisch nicht hören können, aber ich kann euch nur sagen, David Addison hat mit ihm gesprochen, er hat ihn auch gehört, aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich gleich die Ergebnisse vielleicht noch mal sehen, den Punktestand. Ich schaue immer mal wieder auf das Teamspeak, was hier die Kommunikationszentrale ist und guck mal, ob die Rennleitung noch irgendwelche Strafen ausspricht. Das sieht im Moment nicht so aus. Und es bleibt bei diesen zwei Strafen. Ich scroll mal gerade ein bisschen runter. Es bleibt bei der Strafe für Adam Lasko und es bleibt auch bei der Strafe Second Warning. Ah ja, unser Freund José Eduardo Rodriguez hat auch wieder einige Warnings bekommen. Da war er mit Aya Kollok unterwegs, mal irgendwo. Und ansonsten bleibt es aber. Es kann auch natürlich bei diesem Rennen, bei diesem virtuellen Rennen, Protest eingelegt werden. Und die Protestzeit, das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt ein Formblatt dafür, das wird dann ausgefüllt. Das schickt man dann an Janine Meyer, eine der Delegierten hier von der ETRA, von der European Truck Racing Association. Und die Protestzeit endet um 18:37:30. Das sind exakt 10 Minuten nach Schwenken der schwarz-weiß karierten Flagge. Digital schwenken. Digital wird geschwenkt, Jörg. Ja. Es ist wirklich. Aber ich sag mal so, was hätten wir denn gemacht ohne Digitalrennen in dieser schweren Zeit, die gerade hinter uns liegt und die für mich auch noch nicht so ganz vorbei ist. Und ich finde einfach, es ist toll, was man da so auch in der Kürze der Zeit auf die Beine gestellt hat. Ich höre jetzt mal, ob ich Sascha höre. Diese Trucks sind auf jeden Fall sehr, sehr lebensecht hier abgebildet. Diese sogenannten Skins, draußen sagt man die Folierung oder die Lackierung hier im digitalen Motorsport, sind das die Skins. Und es wurde mir auch gerade schon Bilder übermittelt vom Lager aus Weißen Turm von Sascha Lenz, dort wo man Platz genommen hat mit den beiden Verantwortlichen, die sich um den Racer kümmern, um diesen Simulator, James Stone und Christian Buchberger und Stefan Kanäle, der Sonax-Betreuer hier von Sascha Lenz. Und erstmals, meiner Einschätzung nach, erstmals ist auch seine Frau und seine Tochter hier mit anwesend bei einem Sim-Race, die beim letzten Mal auch nicht mit von der Partie war. David übersetzt gerade, also ist ein bisschen frustriert gewesen für das Rennen, kann man sich vorstellen, weil es da nicht so recht geklappt hat. Also Sascha ist not amused, hast du aber eben schon mal gesagt. So, jetzt haben alle nochmal die Chance für das zweite Rennen ein bisschen zu entspannen.
Und die Protestfrist, wie gesagt, läuft bis 8:37. Der Rennleiter ist aber, haben wir noch sonst irgendwelche? Bitte? Lukas Hahn, plus 5 Sekunden. Haben wir nicht mitbekommen, habe ich auch nicht gesehen. Aber Lukas Hahn hat 5 Sekunden bekommen. Causing a collision? Strecke verlassen und einfach so wieder rein. Okay, hat die Strecke verlassen und einfach so wieder rein. Wir haben für euch jetzt ein bisschen Werbung, das kennt ihr auch. Und ich sage es immer wieder, die Partner sind für uns da, auch in der schweren Zeit. Hi George, all good. Und habt ihr Spaß. Habt ihr einfach Spaß, die Dinge zu tun und schaut uns oder schaut euch bitte die Partner an. Okay. Wir sind rechtzeitig wieder da, wenn es in das zweite Rennen geht. A little technical problem, which is the audio was rather strange. So when we came back after the Nürburgring VT, the clip, the audio was very loud, but not transmitting anything. So like a sort of noise in my ear all the time. No truck noise, but then this very loud, strange noise. But apart from that, the pictures were a bit jerky. But you know, I can cope, it's okay. No, correct. Okay, I understand. Moment. Hallo, Schosch, Moment. Hörst du mich jetzt?
Ja, ich habe gemutet, dann muss ich erst wieder anmachen. Hier, die Maus springt nicht immer dahin, wo ich das will. Also ist alles ein bisschen... Ja, ich bin da, okay? Kein Problem. Ich habe es gehört. Jetzt höre ich dich aber nicht mehr, Schorsch. Ich höre dich nicht mehr. Ich mach mal nichts, wenn du mich hörst. Ich mach mal gar nichts, außer hier die Taste festhalten. Nee, lass ich auch los. David, it's Gero again. I think you are now muted. You doesn't hear anything anymore. Okay, this is so strange. Okay, so I will keep this for the time until the next race. So I will mute Skype for you, so you doesn't hear the advertising in a very loud noise. And for the race, we will unmute you, so you can hear the truck noise again, if you want. Or if you want, stay like this, is also okay for us. Ah, this is so strange. Okay. No, it's from other side, from our side. We have some mixture with so many audio sources. It's hard to find the correct. Yes. Oh no, the drive throughs are taken. You can see it in live timing. Truck number.
So, wir würden dann mal wieder einsteigen wollen und euch das zweite Rennen vom Nürburgring einfach mal wieder kommentieren. Immer noch am Start, immer noch am Mikrofon und ich freue mich immer noch sehr, dass er heute dabei ist. Jörg Hennig. Und ihr, das merke ich in den sozialen Netzwerken, Jörg, freuen sich auch, ne? Aus aller Herren Länder. Ja, wir kriegen wirklich tolle Nachrichten, sei es von der Schweiz, sei es aus dem Schwarzwald, auch gerade vom Team Hahn, sei es sonst woher. Also nicht zu hören, kannst du vergessen. Nicht zu hören. Was war mit denen zwei hier? Was heißen die zwei? Audio, das sind die Audiospuren. Audio 1, Audio 2. Das ist ja auch im Moment noch nicht scharf. Ich weiß nicht. Wir sind hier noch. Der Georg ist beim. Der Georg hat größte Mühe, der ist nämlich beim David Edison im Stream-Raum. Und da ohne können wir Nachrichten. Barbara ist die neue Sam Smith. Barbara Platzmann. Jetzt kommt was, aber leise. So, wir heißen euch willkommen zu dem zweiten Rennen. Ich hoffe, man kann uns hören, denn es gab ein kleines technisches Problem. Ich habe da ein bisschen Kontakt, ob man uns hört. Mit viel Rauschen, aber man hört was. Ja, das müssen wir gucken, da wird mit Sicherheit noch dran gearbeitet. Wir haben aber trotzdem, wollen wir in unserem Zeitplan bleiben und haben hier nochmal das Official Truck vom Hause Ford, den F-Max International Truck of the Year 2019, der nochmal die Strecke abfährt, um zu checken, ob es funktioniert, ob alles frei ist, ob nicht irgendwelche Teile noch rumliegen. Hätten die Sportwarte dafür gesorgt, ne, dass die abgebaut werden. Jörg ist immer noch bei mir. Ja, ja, wunderschön. Ich freue mich gerne, ich freue mich gerne, Gottes Willen, ich freue mich sehr und gerne, dass du dabei bist. Ach komm, den Satz kriege ich eh nicht mehr gerettet, Jörg. Schön, dass du heute hier mit dabei bist beim virtuellen Truck Grand Prix auf dem Nürburgring. Ja, macht doch einen Riesenspaß und jetzt wird manch einer sagen, wir werden gleich einmal in die Startaufstellung hineinschauen, aber wir müssen auch mal so ein bisschen aus der Startaufstellung herauslesen, wie es dort aussieht. Denn wir bekommen keine Listen, wie sonst normalerweise in eine Streckensprecherkabine reingereicht. Im virtuellen Sport ist das Ganze ein klein wenig anders und bis vor gefühlten 30 Sekunden wurde ja auch noch über Strafen diskutiert, wurden Strafen verhangen und wir werden selbst gleich mal überrascht sein, in die Startaufstellung hineinzublicken, denn mit Sicherheit gab es da die eine oder andere Verschiebung an Positionen, wie wir das eben bei Zielankunft im ersten Wertungslauf erlebt haben. Ebi, jetzt haben wir aber wieder den Reverse-Grid, wie auch im richtigen Leben. Reverse-Grid. Wie im realen Truck Racing auch. Und ja, man hört uns aber mit Rauschen, deswegen sprechen wir aber trotzdem weiter. Jetzt kommt der Ziel des Actros wieder ins Gelände. Und ich sehe da die 15, ich sehe die 20. Es geht so zügig, dass man das gar nicht so weit verfolgen kann. Aber wir haben ja jetzt die Einführung mit dem Pace-Truck genau genommen. Und dann können wir auch mal hinschauen. Pole Position liegt bei Björn Theus.
der als Gastfahrer im Team von Erwin Kleinnagel fortfährt und der ist in erster Reihe unterwegs mit Theo Calvé beim nächsten Rollenstart. Ja, und ich würde mich jetzt schon einmal festlegen, so ein bisschen, dass der Theo Calvé vorne an der Spitze wegkommt, Jamie Anderson und Rodriguez, das sind dann die Nächsten, die die Jagd nach vorne eröffnen werden, wobei ich bei beiden so ein bisschen Bauchschmerzen habe. Ich kann mir vorstellen, der Rodriguez, der wird wieder wüst agieren, haben wir oft schon erlebt. Und ich hoffe nicht, dass der Anderson das Ganze ausbaden muss. In der dritten Reihe haben wir Lukas Hahn und Sascha Lenz. Das ist auch eine Konstellation, die wir eben schon mal im Rennen groß hatten, wo wir gespannt sein werden, wie es in der Anfahrt auf die Mercedes Arena dann vonstatten geht. Ja, Reihe 4, einmal Jonathan André, der Franzose, gegen einen glänzend aufgestellten, noch heute wieder Male, Norbert Kisch. Und das wird natürlich vielleicht auch wieder eine weitere Siegesfahrt werden. Aber jetzt muss der Kisch erst einmal durch das Feld der vor ihm platzierten 7 Piloten durch. Er hat es in diesem Jahr schon einige Male bewiesen oder immer bewiesen, dass es geht. Immer. Er hat es immer bewiesen, denn er hat immer noch seine weiße Weste. Immer wenn er von der 8 gestartet ist im zweiten Rennen, hat er das Feld von hinten aufgerollt. Mal schauen, wie es jetzt ist und wie es heute ist. Für alle, die hier oben die Einblendung sehen, die 25 Minuten Rennzeit beginnen mit der Einführungsrunde seit 100 eine Runde. Und wenn man uns nicht so dolle hört, dann liegt es daran, wir hatten in der Pause ein kleines Soundproblem, aber wir wollen natürlich, ich sag mal, dann auch mit aller Gewalt auf dieses zweite Rennen vernünftig sagen. Die erste war ja schon sehr spannend. Wir haben dann noch die Plätze 9, 10 und 11, da haben wir Clemens Hecker, Shane Brereton, Adam Latzko im Freitliner, Aya Kolok im Freitliner und Antonio Albacete, der von 14. Position startet, währenddessen jetzt die Mannschaften durch die Schikane kommen. Und Jörg, weil du heute dabei bist, auf der zweiten Start. Los geht's. Vielen Dank. Ja, Führungsfahrzeug, der Pacetrack aus dem Hause von Mercedes, schwenkt ein in die Boxenstraße. Jetzt obliegt es natürlich dem Polsetter, das Ganze hier zu öffnen. Björn Thaihus, der Niederländer, der Scania-Pilot. Es ist der einzige Scania, den wir hier im Feld haben. Wir haben insgesamt, glaube ich, 4 verschiedene Marken. Der Scania darf jetzt hier in Kürze. Und jetzt ist die Jagd eröffnet, die Pace hochhalten, denn der Rennleiter hat gesagt, Green Light ist geschaltet. Und jetzt versucht aber natürlich sofort das 20er-Fahrzeug mit diesem jungen Piloten aus Frankreich, Theo Calvé, den 19-jährigen Student, vorbeizuziehen an die führende Position. Nebeneinander geht es runter in die Bremsphase der Mercedes-Arena und wir sehen einen wüst agierenden, einen starken Auftritt wieder einmal von Norbert Kisch. Der versucht sich hier vorne mit in die ersten Positionen hineinzuschieben. Innenlinie ist angesagt, großer Driftwinkel auch für Clemens Hecker, hat ein bisschen Boden verloren. Großer Driftwinkel auch angesagt für Jonathan André. Ebi, nächstes. Sascha Lenz hat nicht das Richtige, ja, ich sehe es richtig, ja, ich sehe es. Muss also wieder von ganz hinten, fast von ganz hinten, und da wird wüst gefightet. Das wird Rolf Werner, den Klöcker, den Rennleiter, nicht freuen. Pancho Calvé auch im Wüstentriff. Lukas Hahn im Gefecht. Oh, da geht Kisch. Da geht Kisch von der Bahn. Na, der ist auch mal gespannt. Also wir wollen es jetzt nicht beschreien. Er hat es ja verdient, das war er bisher. Der eine oder andere wartet jetzt immer darauf, dass da nichts passiert. Wir haben es schon lieber, wenn das ein gesittetes Rennen mit natürlich ein paar Kaltverformungen wird, wenn Kaltverformungen ist. Aber wir haben die Situation, Lukas Hahn in der Position. Es ist wie im vergangenen Jahr gewesen hier beim Nürburgring Truck Grand Prix, mit welcher Rennintelligenz er hier unterwegs ist, hat sich das Ganze angeschaut, hat immer die richtige Lücke getroffen und andere, die sehen sich hier Wertungsdorf im Startvorgang. Aber der Lukas Hahn hat sich hier mal wieder hervorragend in Position geschoben. Dritter Platz geht sofort im Advantrogen auf die Außenlinie. Saubere Fahrweise momentan angesagt und vorne. Wie lange kann Thaihus noch standhalten gegen die Attacke, die jetzt in der Hyundai Endkurve auch wieder vorbereitet werden? Und da war er aber ein bisschen früh auf der Bremse, Thaihus, und wir haben gesehen, dass die 20, das ist der junge Pilot aus Frankreich, Theo Calvé, fast vorbeigezogen wäre, fast aufgefahren wäre, und jetzt bekommt er Theo Calvé Druck von Lukas Hahn. Auf der Außenspur wird die Schaan jetzt versuchen, neben ihn zu setzen, zieht noch einmal zurück in den Windschatten, den es beim Tracklist hier gar nicht so gibt. Dort ist bei 160 Automatik Schluss. Da ist auch hier Automatik Schluss, und Theo Calvé macht das ganz oft, dass er mal anklopft, dass er mal sagt, Bescheid, ich bin jetzt hier, zweite Position, und der Bagheera Freitliner kämpft, aber es gibt tatsächlich den ein oder anderen Verbindungsproblem. Lukas Hahn, der Emiko springt immer
hat aber diese dritte Position. Sascha Lenz gegen Norbert Kisch. Da gibt es wieder ein kleines Aneinander, denn Sascha Lenz hat im Moment den Kisch im Griff. Norbert Kisch nur, das muss man ja sagen, im achten Rennen, an achter Position. Da geht es wild dahin. Sascha Lenz und Norbert Kisch probieren da, sich gegenseitig auch mal die Grenzen aufzuzeigen. Da haben wir noch die Startnummer 29 davor, Alia Kollock, die auch noch sicherlich da gleich ein Wörtchen. Und Kisch ist schon wieder vorbei. Er ist schon wieder, hat wieder am längeren Hebel gesessen, kann man so sagen, am längeren Gashebel oder was auch immer. Also jetzt siebte Position für den Tabellenführer, für den unangefochtenen Tabellenführer. Und im Team Hahn Racing hat man auch geflissentlich die Nase voll im Knochen. Jetzt geht man aber raus aufs Grüne, ins Kiesbett hinein. Dann hat man viel Boden verloren, schießt jetzt wieder quer auf die Fahrbahn und hoffentlich hat er hier nicht irgendwo die Frontpartie des MANs von Sascha Lenz getroffen. Nein, das Ganze ging sauber über die Bühne. Er und Norbert Kisch kamen gerade so noch an dem zurückkehrenden Fahrzeug von Lukas Hahn vorbei. Und vorne an der Spitze haben wir einen Führungswechsel. Das ist der Freitliner, diese tschechische Marke mit einem Franzosen besetzt. Und da gab es aber jetzt wüste Attacke. Und da konnte das 15er Fahrzeug nichts für. Der wurde angeschoben. Und das müsste mit der 6 gewesen sein, ein Jonathan André. Der hat eben Björn Theius angeschoben auf die Eckpartie des führenden Theo Calvez. Ich höre schon das Wort Incident bei der Rennleitung. Ja, da muss man sicherlich mal genauer hingucken. Wir schauen jetzt einfach mal auf das, was wir auf unserem Bildschirm im Livestream sehen. Da haben wir Theo Calvez in der, hätte ich fast gesagt, führenden Position, aber das ist schon... er ist in der führenden Position. Ja, Eduardo Rodriguez, der ist auch mal für Spannung gut. Ich dachte mal 38 an der 2. Dann haben wir André an der dritten Position und Norbert Kisch ist bereits Vierter. Und der fährt wieder, ja, das heiße Messer durch die Startfeldbutter. Aber, was mich wundert, lila Spiegel auf der fünften Position. Alia Kollock, und wir erinnern uns, die kam ja aus der letzten oder vorletzten Reihe in diesen Wertungslauf hinein, ist jetzt die junge Pilotin aus Tschechien auf die fünfte Position gefahren. Also mal einen ganz, ganz großen Respekt, bekommt jetzt auch den Atem des deutschen Sascha Lenz zu spüren. Der lauert hinter Kollock und wird jetzt hier richtig Feuer machen, denn noch liegt das Feld nicht zusammen, noch kannst du auf einen Schlag die Plätze gut machen, und der Lenz bereitet jetzt die Attacke auf Alia Kollock vor. Theo Calvez, der dritte Freitliner, der noch früher auf dem Stammfahrer liegt, der hat auf dem realen Motorsport oder auch das aktive Mal, weil ich immer nach oben bete, wo wir alle hoffen, dass das Ende August in Most mit Zuschauern übergehen kann. Der Theo Calvez ist im Moment, wenn man immer mal die Meisterschaftsstände oder die Challenge-Stände zwischen Theo Calvez und Sascha Lenz betrachtet, dann hat Calvez jetzt den Abstand zwischen sich und Lenz gelegt, den Lenz gegen das Rennen sich und Calvez gelegt hat. Aber der rote Remmech, TRT, MAN von Norbert Kisch, der fährt jetzt hier wieder raus und er macht jetzt erstmal den Laientrack kalt, aber noch nicht so richtig, aber in der Mercedes-Arena, Jörg, da könnte es soweit sein. Ist der Wahnsinn. Jetzt einbiegen in die Mercedes-Arena. Innenlinie gehört Norbert Kisch mit einem ganz sauberen Manöver. Da gehören immer zwei zu. Hat er sich ja durchgesetzt. Also auch Kompliment Jonathan André. Der hat die Lücke aufgelassen. Kisch ist dazwischen gefahren. Alles hat gut gepasst. Und jetzt ist er, Norbert Kisch, schon auf der dritten Position. Und er hat einen vor sich, der in diesem Jahr einmal einen vierten Platz abgeliefert hat. Sonst nicht mit vorne im Konzert der Großen unterwegs war. Und das ist eben José Rodríguez, der Portugiese. Mit dem MAN ist er hier unterwegs, geht ja für Rebocornor Truck Racing Team an den Start, war im Rallycross auch schon Vizemeister gewesen in Portugal über 2 Jahre lang und im letzten Jahr 6. Platzierter im Kramer Cup. Das haben wir auch schon einmal erklärt. Kramer Cup, da fahren die Fahrer in Wertung, die im Vorjahr keine Punkte in der Europameisterschaft. Tolles Duell. Ebi sehen wir im Moment zwischen der 17, zwischen Job Rereton und dem deutschen Clemens Zecker. Ja, die beiden kämpfen um im Augenblick die Position 9 im Klassement. Die sind also wirklich eng dabei. Ich habe gerade etwas erstaunt auf unser Teamspeak geguckt. Das sieht man auch hier in der Einblendung. Antonio Albacete hatte kurzfristig die Verbindung verloren. Das kann einem auf der realen Rennstrecke so nicht passieren. Es kann aber immer mal wieder sein, dass man mit Serverproblemen etwas zurückgeworfen wird. Und der 55 hier in Spanien wird heute nicht gut mitgespielt, möchte man sagen. Er hatte eben schon mal das Problem, dass
er zwei Runden Rückstand hatte, da ist Kolok sehr optimistisch unterwegs. Jetzt fährt sie raus, das ist gut, dass sie jetzt rausgefahren ist. Verliert damit ihren schönen Platz, von dem du eben gesprochen hast. Alja Kolok, 15 Jahre alt, die muss auch noch, oder sie kann auch noch lernen, fährt jetzt in die Box. Das scheint mir die Aufgabe für die 15-jährige Tschechin. Aber trotzdem, großes Kompliment, bis dato in der Stadtphase hier so weit nach vorne zu kommen, war schon richtig gut. Jetzt haben wir einen 22er, den wir im Bild haben, das ist Lukas Hahn, der ist an Tajus vorbeigezogen auf die 6. Position. Wir erinnern uns, Tajus war der Vollsetter, hat das Rennen auch für einen gewissen Moment vorne an der Spitze mitbestimmt, dann aber peu à peu zurückgefallen. Da gab es ja auch so verschiedene kleinere Probleme, da war er mal ein bisschen touchiert worden. Und wir sehen einen Norbert Kisch, der weiterhin hier sauber unterwegs ist. Wir sehen einen stark fahrenden weißen Turmer, Sascha Lenz, und der konnte die Lücke groß schließen, ist jetzt herangekommen bis auf wenige Meter an Norbert Kisch. Und der Kampf um die führende Position in der Meisterschaft bleibt bildlich gesprochen weiter spannend. Aber Kisch, der ist zu stark in diesem Jahr im Sim-Racing-Sport im Trackrace unterwegs. Im Moment an dritter Position, es sind aber noch 13 Minuten und 15 Sekunden oder 12 Sekunden. Jamie Anderson stand da im Seitenstrand, ist leider auch weg vom Tableau. Er und Alja Kolok sind nicht mehr aktuell in der getrennten Unterbringung. Es gibt noch eine Untersuchung zwischen der Startnummer 2 Antonio Rassete und der 29 Alja Kolok. Da ist die Rennleitung noch dran, also da ist jede Menge Action. Und ich muss jetzt mal, ich werfe es mal rein, wir haben das eben von der Rennleitung bekommen. José Eduardo Rodríguez, der aktuelle Rennleitung von Trevor Connor Team, hatte eine Drive-Through zu Beginn des Rennens. Nein, geht nicht. Also war noch gar nicht drin gewesen, hat ja auch einige Runden Zeit dazu und er wird diese definitiv wahrnehmen müssen. Oder es kommt wieder zu den Bestrafungen, die er ja in der Vergangenheit schon hatte. Und es ist irgendwo, ich sag's mal so ganz brutal, nicht richtig fair, was er hier macht. Wenn er diese Drive-Thru-Penalty wahrgenommen hat, die bekommt er, glaube ich, über Funk übermittelt, also das kann er nicht überhören, dann hat er auf jeden Fall mal nicht den Norbert Kisch und den Sascha Lenz hier zu blockieren. Für Theo Calvé könnte das ein super Sonntag werden, denn eben im ersten Rennen war es nicht ganz so toll, aber in führender Position hat er auch gelegen in Misano, wenn ich mich recht erinnere, oder in Slowakei-Ring. Also er hat schon führende Position, kam es zu einem kurzen Unfall und einem, mein Lieblingsbegriff dafür ist Techtel, nochmal mal grüße in die Schweiz an dieser Stelle. Techtel hatte er da und dann ist er nicht mehr in führender Position. Im Moment kann er sich ein bisschen absetzen. Definitiv, auch meine Ansicht, teile ich voll mit dir, der blockiert das Ganze hier und dadurch wird natürlich der Kisch ein bisschen nervös. Der möchte vorne auch an die Spitze, dort wo es dann die meisten Punkte für den Sieg auch heute wieder gibt. Da möchte er unbedingt hin, er möchte eine blütenweiße Weste am Ende der Saison haben, also alle Rennen, wo er antritt, gewinnen. Jetzt geht es auf die Außenlinie, die brauchst du einfach, um hier mit viel Schwung jetzt in die Pedo-Chikane hinein und dann mit viel Dampf wieder rauszukommen. Kleiner Anstieg hoch, der ist nicht so brutal, wie wenn man dann die Pedo-Chikane in der ganz engen Variante fährt. Und jetzt fahren wir onboard mit José Eduardo Rodríguez. Er tritt jetzt die Boxendurchfahrtsstrafe an und jetzt ist der Weg frei für den Zweit- und Drittplatzierten, für Kisch und für Lenz, Jagd zu machen auf den Führenden, auf das Fahrzeug mit der Startnummer 20, den Freightliner Bagheera mit dem 19-jährigen Studenten aus Frankreich, mit Theo Calvé. Und jetzt bin ich gespannt. Also jetzt muss ich sagen, das kann jetzt spannend werden. Da hat sich ein Sascha Lenz von ganz hinten auf die dritte Position vorgefahren. Und wie immer im Rennsport ist es jetzt so, Kisch hat auf der einen Seite Theo Calvé vor sich im Freightliner, aber der immerhin Pilot muss natürlich auch in die virtuellen Rückspiegel schauen und muss Sascha Lenz immer im Auge haben, währenddessen Jonathan André auch da wieder hinzukommt, der Laientrag immerhin. Also wir haben jetzt einen Viererzug und ich bin mal überzeugt, nach den letzten Rennen werden wir sehr bald einen sehr engen Viererzug haben. Und dann werden wir mal schauen, wie sich das im Verlauf der noch verbleibenden 9 Minuten 48 Sekunden plus dieser einen Runde Overtime
Und ich sage, der grün-schwarze Sonax MAN, der könnte, also ich sage mich mal fest, der wird das Ganze hier gewinnen. Denn der hat einen granatendicken Hals. Sascha Lenz hat bei fast jedem Start irgendwo eins in die Seite oder aufs Heck bekommen, wurde immer umgedreht. Alles das ohne sein eigenes Zutun konnte diese Einschläge natürlich im Startvorgang nicht vermeiden. Der ist unheimlich schnell unterwegs, obwohl jetzt, mal ganz ehrlich, die Lüge wieder aufklappt, oder? Ja. Ach, ich sag's ja. Ja, der Kisch, der ist einfach der Überflieger, ja, hier. Man wünscht es, ja. Also, es ist wirklich sehr wichtig, übertrieben, wenn man sagt, man wünscht es, aber der Spannung ist natürlich gut, wenn ein anderer auch mal in Führung sein kann. Der Rodriguez reiht sich währenddessen hinter etwas hinter ein. Der Bochumiese mit der 38 gegen den Spanier mit der Startnummer 2 mit dem MAN von T-Sport Bernau, diesem neu gebildeten Trieb aus T-Sport und Tragsport Lutz Bernau. Also, die sind hier jetzt im Moment an siebter Position. Was hinter hat, ja, ich sagte es eben schon mal, ein Verbindungsproblem. Dann kriegt die Startnummer 38, ja, gut, das war erledigt. Das haben wir live gesehen, als wir in der Mitfahrt waren zu José Eduardo Teixeira Rodriguez. Und ich glaube, dem LKW-Lackierer aus Großbritannien, Job Raritan, der lilafarbene Trag, der Violette, der jetzt hier hinter Rodriguez angeflogen kommt, Ende der Start- und Zielgerade, gleich im Bild sein wird in der Mercedes-Arena, das 17er-Fahrzeug der MAN. Ja, Job Raritan, das ist kein Sim-Racer, der liebt diesen realen Motorsport, wo er ja an für sich sehr stark unterwegs war, war vor 2 Jahren noch Zehnter der Europameisterschaftssaison gewesen. Aber Sim Racing, er kommt immer so um die 9. bis 10. Platzierung ins Ziel. Und jetzt sehen wir wieder vorne an der Spitze, trifft angesagt, Theo Calvé, der ist auf der letzten Rille unterwegs. Der muss hier wirklich fürchten um seine führende Position. Und Norbert Kisch bleibt ganz ruhig konzentriert dahinter, auch wieder einmal mit einem blitzsauberen Fahrstil. Und man sieht, muss ein bisschen meine Aussage zurückziehen, ja, die Siegfahrt von einem Sascha Lenz, der muss ein bisschen hier abreißen lassen und wird es in Kürze auch zu tun bekommen mit einem starken Jonathan André. Und das ist ja kein richtiger Truck Racer, das ist der Teamchef von Line Truck Racing Team, wo Anthony Janjek, sein Fahrer, ja, das Jahr über ist, der 13. der Europameisterschaft des vergangenen Jahres. Ebi, jetzt wird der Platz getauscht. Also, gegen Karl Konstantin, aber ich behaupte mal, in der Endkurve ist jetzt das Ende der Führungsfahrt von Theo Calvé. Wenn da nicht irgendwas ganz Besonderes passiert, macht er gut. Hat er wirklich von außen heran die Kampflinie gewählt, aber Kisch kommt jetzt weiter, er hat den Vorsprung. Den Rückstand genommen, das Ungarn hat er den Fressen verkürzt. Wir sind jetzt getroffen von Norbert Kisch. Wir können also, wenn es denn soweit ist, die Überholsequenz mit Theo Calvé sehen. Ich bin gerade im Augenblick etwas ins Stutzen gekommen, weil Norbert Kisch ja schon manches Mal hier in diesen beiden Rennen in der Siemens Arena, die erste, diese enge Kurve, wo es 4-5 Linien gibt, genutzt hat, um vorbeizukommen. Jetzt versucht er sich, Jörg, in der Mercedes Arena am Ausgang entsprechend an Theo Calvé am Barriere-Breitliner vorbeizuschieben. Also ich hätte auch was drauf gewettet, dass er bis zu diesem Punkt schon vorbei wäre. Jetzt hat man die nächste Möglichkeit, Anbremsphase zur Kurzanbindung der sogenannten Conti-Spange. Dort, wo den Truck so schön hereinfallen lassen kannst, dort, wo viele, viele aber auch den Bogen in der Bremsphase ein bisschen überspannen und Theo Calvé hält auf. Da sieht man ganz deutlich, denn Sascha Lenz und dort hinter Jonathan André, die beiden weiteren MAN-Piloten, haben es verstanden, die Lücke zuzufahren und dann ist man wieder dran. In diesem wunderschönen Quartett hier im Kampf um die führende Position. Du erinnerst dich an vor 5 Minuten, wo ich gesagt habe, wir werden sehr bald einen schönen Quartett haben. Das sieht im Augenblick so aus und da ist die Messe noch nicht gelesen. Wir sind noch 5 Minuten 34 Sekunden plus eine Runde in diesem zweiten Rennen, dem insgesamt 8. Rennen der ETRC Digital Racing Challenge unterwegs und Norbert Kisch kämpft um seinen 8. Sieg. Theo Calvé möchte seinen Vater vor einem Herzinfarkt bewahren, im französischen Stream Fabien Calvé, indem er vielleicht hier dieses Rennen gewinnt und nicht nachgeben muss. Aber jetzt macht er, das macht er sehr gut, Jörg, in dieser Zieleingangskurve, in dieser Hyundai-N-Kurve. Er fährt außen an, um dann wieder reinzukommen.
Er bleibt immer im Mittelteil auf der Innenlinie, versucht dort mit viel Schwung jetzt herauszugehen, aber der Schwung nützte nichts. Unter der dort im Bild eingeblendeten BMW-Brücke haben die Trucks diese 160 km/h erreicht. Dann pluppert der Motor leise hin, dann bist du Passagier. Du kannst nichts machen, bis dich vorzubereiten auf die 70-Meter-Marke. Da musst du dann in die Bremsen einsteigen. Im Falle von dem 30er-Fahrzeug von Sascha Lenz sind es Meile-Produkte, die dort als Bremsscheiben aufgezogen sind. Bei Lukas Hahn sind es eben Knorr-Bremsscheiben, Knorr-Bremsbeläge, dort wo das ganze Equipment aus dem Hause Knorr eingebaut sind. Und jetzt versucht man hier natürlich auch diesen Norbert Kiesch, der ja in den letzten Jahren immer auf Mercedes unterwegs war, seine beiden Titel aber auf einmal einfahren konnte, nach vorne zu bringen. Jetzt runter. Oh, ich wollte sagen, er bleibt auf der Innenlinie, führt den Theo Calvé in Boxhorn. Jetzt kommt die Attacke. Jetzt geht es ins Eingemachte. Was für ein spannendes Rennen wir hier wieder haben. Ihr erinnert euch vielleicht, letzte Woche Slowakei-Ring, da hatten wir ähnlich so einen zweiten charmanten und spannenden Lauf. Und jetzt haben wir das genauso, weil er lächelt zwar immer, der Ungar, aber der will auch dieses achte Rennen gewinnen. Und wie Jörg es eben schon mal gesagt hat, Nala ist auch noch nicht fertig mit der Welt für dieses Rennen. Und der Sascha wird da sicherlich noch versuchen, einen Angriff zu starten. Da ist jede Menge, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Sprengstoff noch drin in diesen letzten knapp 4 Minuten plus dieser einen Runde. Und Lenz kommt, aber das verschiebt sich die Perspektive auch im Track Race virtuell immer ein bisschen. Man glaubt, er ist dann da, ist er aber nicht. Okay, schwarze Flagge für die Startnummer 38 für José Eduardo Rodríguez, ja. Jörg, bedeutet auf jeden Fall out of race, so. Von dem können wir uns verabschieden, aber jetzt gibt es natürlich auch verschiedene Überlegungen. Bei Norbert Kiesch könnte man sagen, warum kämpft er um den Sieg? Er könnte es doch ruhig angelassen, hat so viele Punkte Vorsprung in der Meisterschaft. Aber der möchte eben auch dieses Rennen als Sieger beenden, möchte eine blütenweiße Weste halten. Ein Sascha Lenz und ein Theo Calvé auf 3 und auf 1, die kämpfen um den zweiten Platz in der Meisterschaft. Die haben keine Punkte zu verschenken. Und der vierte Mann im Bunde, der hat nichts zu verlieren, der fährt außerhalb der Punktwertung als Gaststatter, der kann volle Attacke machen. Also da ist Brisanz drin in diesem Kampf an der Spitze. Das ist Track-Rennsport, wofür wir uns heute Abend auch hier auf den Nürburgring gegeben haben, um das zu kommentieren, wofür ihr zu Hause an den Bildschirmen setzt. Und die Messe ist definitiv noch nicht fertig. Wenn wir mal auf die Abstände schauen, Theo Calvé, Startnummer 20, der Bagheera Freitliner führt mit 0,166 Sekunden, also nicht der Rede wert, der ist, Kisch ist dem im Ausbruch. Sascha Lenz liegt 0,2 Sekunden hinter Norbert Kisch und Jonathan André ist auch noch mit bei der Musik. Lukas Hahn dann 6,7 Sekunden zurück auf einem fünften Platz. Ich gehe mal. Man kann ja die Augen kaum wegnehmen vom Bildschirm, das so spannend ist das und wie das dann so ist. Man ist mittendrin in diesem Rennen. Ich gehe mal ganz kurz 6.3, Jus 7. Alba 10. 8. Eduardo Rodríguez, der schwarz gesehen hat und dementsprechend auch die Unternahme Ferguson mit der 17 auf der 9. Clemens Hecker auf der 10. Alan Latzko auf der 11. Und dann ausgeschieden leider Aya Kolok in den Boxen. Jamie Henderson hat wohl die Verbindung verloren, das ist ja beim Und jetzt sind wir in der Endphase, Jörg. Jetzt sind wir in den letzten 1,5 Minuten plus dieser finalen Runde. Nala macht sich parat. Nala hat da mal von außen angegriffen, um Norbert Kiesch mal in die Schranken weisen zu können. Ja, und vor allem der Angriff, den man dann fährt, der muss auch sitzen, der muss definitiv passen. Sonst verlierst du deinen eingenommenen Platz. Wenn der Lenz attackiert und macht Bockmist, dann ist sofort der Verfolger Jonathan André vorbei. Dann hast du den dritten Platz quasi weggegeben. Und jetzt formiert man sich hier zum finalen Angriff, denn es ist nicht mehr allzu viel Zeit. Nach diesem Umlauf haben wir noch eine Runde zur Verfügung. Mehr Zeit wird nicht sein. Und mal wieder großes Kompliment Team Hahn Racing. Lukas Hahn fährt ein unauffälliges Rennen, wurde ja so ein bisschen übers Grün weggeschoben, übers Kiesbett, fährt auf die Strecke zurück. Jetzt ganz alleine unterwegs mit dem Rückstand von 7 Sekunden, aber mit einem Vorsprung von 4 Sekunden auf denjenigen, der das Feld in diesen zweiten Umlauf hineingeführt hat. Langsam aber sicher müssten die Attacken jetzt kommen, die Angriffe auf die Positionen. Man sieht auch einen Theo Calvé, der hat ein bisschen Probleme beim Rausbeschleunigen. Und aber jetzt Ebi, Kurzanbindung, die konnte ich spannen. Ich kann nicht mehr. Das ist sowas von ein spannendes Rennen. Was ist das wieder für eine Schlacht hier auf dem Nürburgring? Und das klingt jetzt martialisch, ist es aber nicht gemeint, sondern es ist ein sportlicher Kampf und wir hoffen alle sehr, dass dieser Simulatorenkampf, den wir hier erleben, auch fair bleibt. Ganz, ganz eng. 4 hintereinander. Calvé, Kiesch,
Lenz und dann noch Jonathan André. Die vier machen das unter sich aus und wir wollen hoffen, dass das fair bleibt. Kisch geht da wieder raus, zeigt sich im Rückspiegel von Theo Calvé und der sitzt natürlich jetzt zu Hause an seinem Simulator oder in Tschechien bei Bagheera an den Simulatoren und will mit aller Gewalt diesen achten Lauf für sich entscheiden. Nala mit Sascha Lenz, die Nummer 30, der möchte in jedem Fall dem Kisch auch noch schneller eins auswischen. Jetzt geht Norbert Kisch vorbei, da hat Calvé zu weit aufgemacht, das ist die Position, er kontert aber, Jörg ist wieder da. Er geht wieder als Führender auf die Start- und Ziellinie. Also man ist fast sprachlos, wenn man das Ganze hier beobachtet. Der war schon weg vom Fenster und ist wieder auf Platz 1 unterwegs. Das war souverän von ihm gelöst. Und ich dachte schon, in dieser jetzt beginnenden Finalrunde wird vielleicht sogar der Sascha Lenz der lachende Dritte im Bunde sein. Ich habe beide schon so ein bisschen rausdriften gesehen Richtung des Torrento Tel Sod ins Kiesbett hinein. Aber beide haben ihre Trucks absolut perfekt im Griff. Und Lenz, was wird er machen? Der hat sich das Ganze lange, lange angeschaut. Es muss jetzt die Attacke kommen. Ich glaube nicht, dass du im Bereich der Schikane kurz vor der Hyundai-Endkurve noch mal groß was erreichen möchtest. Jetzt versucht der Kisch auf der Innenlinie noch einmal Nervosität hineinzubringen in das Cockpit der vorher platzierten Zweitliner Pilot. Und Ebi jetzt wieder runter zur Conti-Spange. Lenz hat ein bisschen den Anschluss verloren. Lenz hat den Anschluss ein bisschen verloren. Calvé hat den Anschluss aber noch an Norbert Kisch oder beziehungsweise Norbert Kisch den Anschluss an Theo Calvé. Und der verteidigt das. Wo bleibt uns jetzt noch die Chance? Ja, wir haben jetzt die Kurzanbindung hinter uns. Jetzt kommen wir da durch das S. Dann werden wir in Anfahrt auf die Schikane. Du sagtest eben, da wird wahrscheinlich nichts passieren, weil ja, die Gefahr dann zu groß ist. Ja, mit Lenz, denke ich, der wird dort nicht mehr mit aller Macht agieren. Der möchte diesen dritten Platz nach Hause fahren. Kisch, wie gesagt, hat nichts zu verlieren, außer dass die Serie reißen könnte. Jetzt heißt es hier wieder mal ganz schnell auf die 160 km/h kommen, denn auch hier im virtuellen Truck-Rennsport ist dort Schluss mit lustig. Bist du schneller, wirst du bestraft. Und da schaut die Rennleitung natürlich ganz genau hin. Lenz geht noch einmal so ein bisschen auf Außenspur. Das ist nur mal ein kurzes Zeichen. Kisch wird ja noch einmal eine Attacke machen. Kommt etwas sauberer in die Vedo-Schikane hinein. Damit mit mehr Schwung heraus. Ebi, jetzt haben wir die letzte Kurve. Jetzt greift er an. Da kann Kisch aber nicht mehr. Das macht Calvé super. Bleibt draußen. Und das wird das erste Rennen werden, was nicht von Norbert Kisch gewonnen wird. Sascha Lenz greift noch mal an. Die beiden geben sich noch mal. Das reicht nicht mehr. Aber Theo Calvé gewinnt dieses Rennen, das ist klasse. Was war das für ein Finish? Was war das für ein Rennen? Liebe Freunde draußen am Livestream, es war doch der Hammer, was da vorne passiert ist. Und Theo Calvé mit der Startnummer 20 ist derjenige, der die Siegesserie von Norbert Kisch bricht beim vierten Lauf, beim achten Rennen auf dem Nürburgring. Es war von Theo Calvé auch irgendwo mal zu erwarten gewesen, denn er war schon einige Male Zweiter, Dritter und Viertplatzierter in den vorangegangenen Wertungsläufen in Ungarn, in Italien und der Slowakei und eben über die Linie auch vom Team Hahn, Lukas Hahn in der fünften Gesamtposition, das Fahrzeug mit der 22. Das Team, was in diesem Jahr schon 24 Jahre dann im Truck-Rennsport unterwegs sein wird und mal ganz großes Kompliment. Die vorderen vier, da ging es ja um dieses beinharte Duell. Ich habe keine Ungereimtheit gesehen, ich habe Fairness gesehen, wie man sie sich von allen Teilnehmern in allen Motorsportarten wünscht. Norbert Kisch kriegt 2 Sekunden. Oh, warum? Pushing another car, also er hat ja, okay, eine Kollision verursacht. Dass, ja, damit bleibt er aber auf der, denke mal, na, das wird eng, oder? Position, ja, das dürfte eng werden. Das Ergebnis hier bei der Siegerehrung sehen wir noch so ohne diese Strafe. Ja. Ich glaube, es wird dann heißen, Theo Calvé, Sascha Lenz, Norbert Kisch. Ja. Wenn nicht sogar der vierte Jonathan André danach. Also ich müsste mich jetzt verschaut haben. Nein, ich habe hier statt Nummer 40 plus 2 Sekunden für das Anschieben der Startnummer 22, Lukas Hahn. Da war man gut, das war dann war viele vorher Runden im zuvor. Rennen, dass deine Einschätzung zu sagen, es war nichts Besonderes in diesem Viererpack, die kann ich mich nur anschließen. Das war der Ausflug von Lukas Hahn in der nach der Bild. Und da gab es jetzt 2 Sekunden, ja. Und dann hat Norbert Kisch, denke ich mal, nicht jeden Platz belegt, weil ja, die Abstände waren so eng. Theo Calvé, das wird sein Papa freuen. Da ist er jetzt am französischen Livestream wahrscheinlich doch ausgehüpft. Also das war ein tolles Rennen von Theo Calvé, von der Startnummer 20. Von dem 19-jährigen Studenten, der ja in der Bagheera-Akademie das Rennfahren von Grund auf gelernt hat. Und jetzt sind wir auch schon wieder im Studio
und nach Studio. Ich bin mal gespannt, ob ich die Siegerinterviews höre. Ich höre im Moment nichts von David Addison und von daher könnte es auch sein, dass wir leider auch dazu im Moment keinen Ton haben. Da arbeiten wir natürlich nächste Woche, wenn es nach Most geht. Nächsten Sonntag haben wir diesen Triple Heater zu Ende. Ich höre leider im Moment dazu gar nichts, auch nicht David Addison. Deswegen, Jörg, wir werden vielleicht noch das ein oder andere Siegerinterview hören in einem anderen Stream, aber waren doch zwei tolle Rennen, oder? Restlos begeistert. Ich denke, das siehst du an meinen Augen auch an, bin ich hier von diesem Auftritt der Truck Racer auf dem Nürburgring, vor allen Dingen hier dieses Wahnsinnsduell und Norbert Kisch, das Vergehen war vorher, aber hier in den letzten 4-5 Runden dieses Wahnsinnsduell, ohne dass irgendeiner sich einen Bolzen erlaubt hat, das ist Motorsport, wie wir uns definitiv wünschen. Wünsche dir jetzt schon einmal viel Spaß am nächsten Wochenende. Ich darf mich im Übrigen am nächsten Wochenende zum ersten Mal in diesem Jahr für den realen Motorsport, zum Hockenheimring begeben. Dort geht es dann mit den Youngtimern und so weiter richtig los im realen Motorsport. Freue mich auch riesig drauf. Und hier natürlich, Truck Race geht noch weiter, ein paar Wochen, aber Truck Racing Ende August in Most. Dann haben wir auch wieder den realen Motorsport. Schön. Jörg, es war mir eine Ehre und eine Freude, mit dir heute hier kommentieren zu dürfen. Das hat mir Spaß gemacht. Gestern war es im Netz gewollt und dann haben wir das ganz schnell gegen Mitternacht klar gemacht, ja, am Samstag. Es war wirklich Mitternacht gewesen. Es war wirklich Mitternacht gewesen, als wir es klar gemacht haben. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Wir beide machen gerne schon mal das eine oder andere zusammen und das hat riesen Spaß gemacht. Ja, wir sind eben gute Freunde, das muss man auch mal sagen. Freunde geworden über den Motorsport. Darf an dieser Stelle auch Dankeschön sagen an alle, die das hier mit ermöglicht haben, dass ich heute dabei sein durfte. Sage Dankeschön an die vielen Fans, die europaweit, weltweit uns zugehört haben. Sei es vielleicht auch in Belgien, wo dann der Mitte September der Aufschlag in Solda sein wird. Sei es vielleicht auch in der Schweiz, wo die Kuhglocken mit Sicherheit geläutet haben. Und vielen, vielen Dank und dafür. Die Puppen getanzt haben. Ich hoffe, du bekommst noch gleich das ein oder andere Interview aufs Ohr. Ich sage Dankeschön und von meiner Position zunächst einmal Tschüss für heute. Vielen herzlichen Dank, Jörg. Ich denke mal, leider haben wir die Rückleitung zu den Interviews im Augenblick nicht. Und wir gehen ja nach den Interviews, nach den Siegerinterviews dann auch relativ schnell raus. Ich sag mal Folgendes. Ich sag einfach mal, es war schön, dass ihr alle dabei wart. Schön, dass unsere Telefone, die sozialen Netzwerke und was es auch immer fast geplatzt sind heute. Es war halt Truck Grand Prix auf dem Nürburgring und wir haben im Augenblick unverändert. Ah, das Podium bleibt unverändert. Ach so, da gibt es ja, ist okay. Gehen wir nicht. Also das Podium bleibt, weil auch Sascha Lenz noch 2 Sekunden Pushing in another car, nämlich den Norbert Kisch, bekommen hat. Und also es bleibt so. Es bleibt bei Theo Calvé, Norbert Kisch und Sascha Lenz, was das Podium betrifft. Das eine oder andere muss immer noch ausgewertet werden, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so bleibt, weil die Rennleitung uns das gerade gesagt hat. Da wir gleich irgendwie aus dem Stream sicherlich rausgehen werden, sage ich einfach für heute Abend schon mal auf Wiedersehen. Es waren 2 tolle Rennen, auch hier am Nürburgring. Es ist immer was Besonderes und dann sitzen wir hier am Nürburgring im gläsernen Studio und dürfen kommentieren, das, was wir sonst real kommentieren. Und wir werden uns wieder hören, spätestens am nächsten Sonntag. Im Moment sieht es fast so aus, auch am nächsten Samstag nochmal. Aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Da werde ich euch aber auch dann entsprechend berichten, wie es aussieht. Der Jörg darf wieder real Rennsport moderieren, kommentieren. Und trotzdem, E-Sport ist das, was auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Und E-Sport ist eine super Plattform für alle, die sich vielleicht realen Motorsport nicht leisten können. Das war's. Tschüss zusammen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dann sind wir schon raus. Ne, ist egal, wir sind raus. War schon länger gesprochen, als wir. Ich höre nichts. Ich habe kein Teamspeak, ich habe nichts. Ja. Thank you.
Ja. Das war überspannend. Georg? Wolf, wenn du in der Kontakt hast, sag einen schönen Gruß, ich bin raus. Ich habe irgendwie, ich höre eben seinen Teamspeak nicht. Ich habe die Anweisung, Regieanweisungen nicht gehört, ich habe nichts gehört. Ich habe keinen Atmoton gehört.